Ja, dann darf ich Sie begrüßen, meine Damen und Herren, zum 52. Brandenburger Regionalgespräch hier im Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner. Großwohnsiedlung, was heißt hier soziale Mischung? Das 52. Brandenburger Regionalgespräch nimmt dieses Thema auf und fragt, welche Bedeutung hat soziale Mischung für die Entwicklung der Großwohnsiedlungen? Welche Erfahrungen werden vor Ort mit dem Zusammenleben unterschiedlicher Bewohnerinnengruppen gemacht? Wann wirkt eine Belegungspolitik diskriminierend und wie sollte eine moderne Belegungspolitik eigentlich aussehen? Unser Programm beginnt mit einer Einführung von Matthias Berndt, den ich gleich vorstellen werde. So, dann gehen wir relativ schnell in eine Podiumsdiskussion und wir denken, dass wir so gegen, ja, 15:30 Uhr, 16 Uhr ein Ende finden sollten hier, weil einige auch Anschlusstermine haben von Ihnen. Ich stelle das Podium gleich noch mal insgesamt vor. Und Sie, liebes Publikum, die Sie von außen zugeschaltet sind, sind herzlich eingeladen, sich im Chat auch zu beteiligen. Wir sammeln Ihre Fragen und werden die nachher auch auf jeden Fall einbringen. Wenn Sie unbedingt etwas sagen möchten, direkt können wir Sie auch natürlich mit dem Mikrofon freischalten, aber wir schauen mal, wie wir mit der Zeit hinkommen. Diese Chat-Sammlungen haben sich eigentlich auch in vorangegangenen Regionalgesprächen bewährt. Machen Sie es bitte so, wie Sie sich damit gut fühlen. Matthias Berndt, der gleich eine Einführung geben wird, ist Politikwissenschaftler und Soziologe. Er leitet am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung die Forschungsgruppe Stadtentwicklungspolitiken und kommissarisch leitet er den Forschungsschwerpunkt Politik und Planung. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Fragen der Stadtentwicklung, insbesondere mit Migration, Gentrifizierung sowie Wohnungsmärkten und Wohnungsmarktpolitik. Dabei gilt ein besonderes Interesse der politischen Steuerung von Stadtentwicklung. Ich bitte Matthias jetzt zu beginnen mit deiner Einführung. Vielen Dank. Also wir haben uns verständigt, dass ich als Wissenschaftler sozusagen versuche, so ein bisschen eine Rutschbahn ins Thema zu bauen und ein paar Anmerkungen dazu mache, was sich eigentlich hinter diesem Thema verbirgt, warum wir Großwohnsiedlungen und soziale Mischung zusammen diskutieren. Und ich würde vielleicht damit anfangen, Ihnen kurz eine Tabelle zu zeigen. Ich erläutere sie gleich, sie ist ein bisschen kompliziert, die eigentlich die Entwicklung von Großwohnsiedlungen in Ostdeutschland zeigt. Die Tabelle ist genommen aus einer Studie von Helbig und Jehn vom Wissenschaftszentrum Berlin, die 2018 angefertigt worden ist. Es gibt inzwischen wahrscheinlich neuere Zahlen. Was Helbig und Jehn gemacht haben, ist, die haben ostdeutsche Großstädte geteilt in drei Gebietstypen: Platte, Innenstadt und Vorort. Das sind P, I und V in der linken Spalte. Und haben geguckt, wie die SGB-II-Quoten in diesen Stadtteilen aussehen und wie sie sich entwickelt haben im Zeitraum zwischen 2005 und 2014, also in einem Jahrzehnt. Was Sie sehen können, ist in den oberen drei, also im oberen Drittel der Tabelle, sehen Sie schon ziemlich klar, dass in der Regel die SGB-II-Quoten, also die Quoten an Arbeitslosen, an TransferleistungsempfängerInnen, dass die in der Regel schon deutlich über den Quoten in der Innenstadt und in den Vororten liegen. Also wenn Sie zum Beispiel Halle nehmen, dann sehen Sie 35,9% SGB-II-Quote in der Platte und 15,4% in der Innenstadt, also weniger als die Hälfte. Und in der nächsten Spalte haben die sich angeguckt, wie sich die SGB-II-Quoten entwickelt haben. Den Rückgang der SGB-II-Quoten. Sie sind eigentlich überall zurückgegangen in diesem Jahrzehnt und sie sind aber deutlich stärker zurückgegangen in der Innenstadt, in den Vororten, als in den Großwohnsiedlungen. Also ich nehme auch hier wieder einfach mal Halle raus. Da sehen Sie, in den Vororten hat sich die SGB-II-Quote fast halbiert. In der Innenstadt ist sie um ein Viertel zurückgegangen. Und im Gegenzug dazu ist sie in den Großwohnsiedlungen gewachsen. Ja. Und das ist mit unterschiedlicher lokaler Ausprägung eigentlich so fast überall der Fall. Fast überall ist es so, dass die Innenstädte besser verdient geworden sind, als sie vorher waren und dass sich stärkere Konzentration von Armutshaushalten in den Großwohnsiedlungen wiederfinden. Das ist ein ziemlich eindeutiger statistischer Befund. Zum Zweiten, das ist jetzt auf dieser Tabelle nicht zu sehen, aber es ist mit anderen Statistiken belegt, ist ziemlich deutlich, dass häufig die Verarmung von Teilen der Großwohnsiedlung einhergeht mit einem stärkeren Anteil von migrantischen Haushalten. Also ich nehme auch hier wieder ein Beispiel aus Halle raus. Die Quote ausländischer Haushalte in Halle-Neustadt
vor 10 Jahren war bei etwa um die 10%, jetzt ist sie nah an 40%. Das Kompetenzzentrum Großsiedlung, für das Ralf Protz hier sitzt, hat ja eine Studie aus Berlin gemacht. Die kommt, glaube ich, zu einem ziemlich ähnlichen Bild. Das ist also der Hintergrund, vor dem wir konstatieren müssen, wir haben es mit einer Entmischung zu tun, wo in Großwohnsiedlungen sich stärkere Konzentration von armen Haushalten wiederfinden. Und das hat eigentlich Anlass gegeben, Entschuldigung, ich komme hier nicht ganz klar mit dem Ding. Also das hat Anlass gegeben natürlich zu einer Diskussion, was man jetzt macht, inwieweit man soziale Mischung in Großwohnsiedlungen wiederherstellen muss, wie weit das ein wichtiges Politikziel ist. Und das Schwierige an dieser Diskussion, das ist auch der Grund, warum wir es heute hier zum Thema gemacht haben, ist, dass sich in der Diskussion häufig diametral entgegengesetzte Positionen wiederfinden und dass es auch ein starkes Gap gibt zwischen Positionen von PraktikerInnen und Positionen, die in der Wissenschaft dominieren. Ich habe hier einfach aus der Praxis, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, pars pro toto zu sprechen, aber ich habe ein Zitat mitgebracht von Franziska Giffey, der Oberbürgermeisterin von Berlin, die in der Diskussion, wo es um Belegungsquoten im sozialen Wohnungsbau ging, gesagt hat, ich habe immer eine Schwierigkeit damit, wenn man sagt 50, 60, 80% sozialer Wohnungsbau. Was passiert denn da? Da passiert Heideck-Siedlung, da passiert Kölnische Heide. Ich weiß nicht, ob Sie die Siedlung kennen, aber da ist genau das passiert. Also viel an sozialen Problemen an einem Platz. Dann kippen diese Quartiere und dann schaffen wir uns die Probleme der nächsten Jahre. Und deswegen sagt sie, ich glaube, man muss mit der Frage Anteil von sozialem Wohnungsbau wirklich auch so umgehen, dass die gute Berliner Mischung erhalten bleibt, um letztendlich da auch langfristig Quartiere zu haben, die funktionieren. Und in dem Zitat haben Sie, glaube ich, mehrere Topoi, die sehr typisch in die Diskussion sind. Also ein hoher Anteil an Armutshaushalten führt dazu, dass zu viele soziale Probleme an einem Platz sind. Also die Konzentration ist ein Problem und dann kippen diese Quartiere. Ja. Was auch immer dieses Kippen genau heißt. Und als Gegenbild dazu wird die soziale Mischung sehr stark präsentiert. Das ist jetzt ein Zitat aus einem sehr speziellen Kontext, aber ähnliche Narrative findet man sehr viel in der Praxis. Das fängt an von Journalisten, die mich immer anrufen und fragen, ob wir hier schon Banlieues haben in Deutschland oder ob wir demnächst Banlieues kriegen, ob ein bestimmter Stadtteil ein Ghetto ist. Geht weiter über, finde ich, wohnungswirtschaftliche Positionen, die jetzt zum Beispiel fordern, dass Berliner landeseigene Wohnungsunternehmen auch Eigentumswohnungen bauen können müssen, um die soziale Mischung zu erhalten und bis in die Politik hinein, wo es um Belegungsquoten geht. Oder wo gesagt wird, wir müssen besser höherwertiges Wohnen in Großwohnsiedlungen bauen, um dort mehr soziale Mischung zu haben. Also das ist, finde ich, ein ziemlich durchgreifendes Thema. In der Wissenschaft ist das ganze Thema viel skeptischer behandelt, muss man sagen. Also kurz zusammengefasst könnte man sagen, soziale Mischung wird seit Jahrzehnten beforscht und ist aber genauso lange umstritten. Es gibt, glaube ich, eigentlich drei Arten, wie soziale Mischung in der Wissenschaft thematisiert wird. Zum ersten über Stigmatisierungseffekte. Es wird angenommen, wenn es zu viel Bewohner, die in der Stigmatisierung ausgesetzt sind, in einem Ort gibt, dann wirkt der Ort selber stigmatisiert. Also häufig wird da gesagt, wenn jemand sich bewirbt und eine Adresse aus einem bestimmten Viertel hat, dann kriegt er einen Job nicht, weil der Arbeitgeber annimmt, mit jemand aus diesem Viertel kann man nichts anfangen. Ein zweiter Effekt, der häufig diskutiert wird, sind Infrastruktureffekte. Also wo dann zum Beispiel gesagt wird, wenn ich eine Häufung an einkommensschwachen Haushalten, an einkommensschwachen Nachfragerinnen an einem Ort habe, dann können die einfach nicht genügend Kaufkraft aufbringen, um bestimmte Infrastrukturen zu ermöglichen. Dann gibt es also zum Beispiel keinen Bäcker, Fleischer, Biomarkt, sondern es gibt nur ein Aldi. Ja, oder es gibt nur 99-Cent-Läden oder sowas. Und dann wird gesagt, wenn das passiert, dann wirkt das zusätzlich benachteiligend auf die BewohnerInnen, weil die sich dann nur noch ein eingeschränktes Infrastrukturangebot, weil die das nur noch zur Verfügung haben. Und eine dritte, eigentlich sehr häufig in der Diskussion dominierende Annahme, kann man so unter dem Stichwort Sozialisationseffekte zusammenfassen, also wo angenommen wird, dass zum Beispiel Kinder, die in einer bestimmten Umgebung aufwachsen, Eigenschaften, bestimmte Verhaltensweisen gar nicht lernen. Also einfach zusammengefasst, ob Rollenbilder nicht vor sich haben, die ihnen einen Ausgang aus der Armut ermöglichen. Also vereinfacht gesagt, wenn man irgendwo wohnt, wo nie ein Professor hingekommen ist und auch sonst kein Professor in der Familie hat, dann kommt man auch selber nicht auf die Idee, dass man Professor werden könnte. Das sind, glaube ich, so grob die drei Richtungen, in die soziale Mischung in der Wissenschaft diskutiert wird. Sie sind leider insgesamt alle drei Richtungen sind hart umkämpft und hart umstritten. Und ich glaube, die Einschätzung von Dankschat, einer der führenden deutschsprachigen Segregationsforscher, dass all diesen Einschätzungen
allenfalls eine geringe wissenschaftliche Evidenz gegenübersteht, ist ziemlich typisch. Ja. Es gibt, glaube ich, einige wissenschaftliche Kernprobleme, die es, also diesen unbefriedigenden Stand der Wissenschaft begründen. Das eine ist ein Problem in der Kategorienbildung. Also was häufig in der Diskussion passiert, ist ja zum Beispiel, dass man bestimmte Kategorien an Personen nimmt, Transferleistungsempfänger, Ausländer, Haushalte mit Migrationshintergrund und sagt, entlang dieser Kategorie leite ich implizit bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Praxen im Alltag ab. Das ist natürlich schwierig. Also wenn Sie sich alleine vorstellen, Migrationshintergrund, ich wohne persönlich im Prenzlauer Berg, da gibt es mittlerweile sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, das sind aber alles gut ausgebildete Expats. Software-Ingenieure, Diplomaten und so weiter. Das ist natürlich eine komplett andere Situation als ein ehemaliger Gastarbeiterhaushalt. Und es ist eine komplett andere Situation als jemand, der geflüchtet ist und einer Menge asylrechtlichen Regelungen unterliegt. Ein zweites Kernproblem ist, dass häufig die Daten überhaupt nicht zur Verfügung stehen, auf denen man diese Mischungseffekte nachweisen könnte. Wir haben wirklich erhebliche Probleme in der Zugänglichkeit statistischer Daten. Ein drittes Problem ist, wenn man also annimmt, dass das Leben in der Nachbarschaft zusätzlich benachteiligt, weil es bestimmte Sozialisationseffekte begünstigt. Dann nimmt man damit ja implizit an, dass die Nachbarschaft irgendeine zentrale Rolle als Sozialisationsinstanz hat. Und das ist, glaube ich, nicht unmittelbar einleuchtend. Kinder, die in Armut aufwachsen, wachsen ja nicht nur in einer armen Nachbarschaft auf, sondern auch in einer armen Familie. Sie sind häufig in Schulen, in denen bestimmte Praxen da sind. Und wirklich herauszufiltern, welche Rolle drin die Nachbarschaft spielt, hat sich als nahezu unmöglich erwiesen. Der letzte Punkt, der es besonders schwierig macht, ist, dass all diese Kategorien, all diese Probleme sehr häufig in einem hohen Maße vom Kontext abhängig sind, in dem sie analysiert werden. Das heißt, wir haben eine hohe Orts- und Zeitabhängigkeit, die Vergleiche kaum möglich macht. Aus unserem Alltag ist uns das allen, glaube ich, bekannt. Wenn man also zum Beispiel versucht, eine Situation am Cottbusser Tor in Kreuzberg mit einer Situation in Hellersdorf zu vergleichen, wo ich vielleicht sogar dieselben statistischen Daten haben könnte, aber trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Stadtteile, in denen Interaktionen zwischen unterschiedlichen Bewohnern sehr, sehr unterschiedlich aussehen können. Also was Sie hier sehen können, kurz zusammengefasst, und damit will ich zur Diskussion überleiten, eigentlich eine große Lücke zwischen den aus der Praxis oft erhobenen Forderungen, soziale Mischung herzustellen, und der wissenschaftlichen Diskussion, die dieses Thema soziale Mischung viel, viel skeptischer sieht. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir uns jetzt hier zusammengefunden haben. Denn dass die Situation in vielen Großwohnsiedlungen inzwischen außerordentlich problematisch geworden ist, steht, glaube ich, außer Zweifel, dass wir dort eine hohe Konzentration an Armutshaushalten haben. Und die Frage, die jetzt im Raum steht für mich, ist, welchen Rang, welche Relevanz hat das Topos soziale Mischung sozusagen als Narrativ, das handlungsanleitend wirken kann. Also dass einen in die richtige Richtung weist, dass einem sagt, was jetzt zu tun ist, um die Situation zu verbessern. Und damit würde ich wieder an Gerd Mahnhorn übergehen. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich darf das Podium ganz kurz vorstellen. Helene Böhm, Berlin, Gesobau AG, Leiterin Sozial- und Quartiersmanagement. Zu meiner Rechten, herzlich willkommen nochmal, Susan Engel, UM-Gebiet Falkenhagener Feld Ost und Stephanus-Stiftung. Auch ganz herzlich willkommen hier bei uns im Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner. Frau Professor Dr. Sibylle Münch, lange an der Leuphana-Universität Lüneburg tätig und jetzt an der Universität Hildesheim. Sie sind uns heute zugeschaltet. Ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, liebe Frau Münch. Herzlich willkommen auch an Sie. Ralf Protz sitzt auch zu meiner Rechten, Kompetenzzentrum Großsiedlung und Stadt- und Landwohnbautengesellschaft. Und Jörn Michael Westphal, Pro Potsdam GmbH. Vielen Dank, dass Sie alle hierher gekommen sind. Matthias Berndt hatte ich schon vorgestellt. Ganz herzlich willkommen, last but not least, Lino Knoke, der heute den Support für uns hier leistet und den Chat beobachtet. Vielen, vielen Dank, Lino, dass du dabei bist. Matthias Berndt hat es eben ja schon gesagt, worum es geht. Ganz grundsätzlich würde ich eine einleitende Frage in das Podium hineingeben. Welche Rolle spielt denn das Thema soziale Mischung in Ihrem ganz konkreten Arbeitsbereich? Wie zeigt sich das eigentlich konkret in Ihrer Arbeit? Das ist jetzt ein bisschen an die Praktikerinnen gerichtet, aber sicherlich haben auch die Wissenschaftler was dazu zu sagen. Darf ich vielleicht mit Ihnen beginnen, wenn Sie einverstanden sind, Herr Westphal? Was ist das für eine Rolle, die soziale Mischung spielt für Sie? Also ich denke, da geht es so zwei Ebenen. Das eine ist eine operative Ebene. Da sprechen wir meistens schon gleich über Instrumente wie Belegungsbindung und wie wir damit umgehen. Und das andere ist so eine strategische Ebene.
Wenn wir unseren gesamten Wohnungsbestand betrachten und dann über Quartiere sprechen, wie gehen wir dann da an Quartiersentwicklung ran? Und dann nehme ich mal so ein Beispiel in Drewitz. Die Gartenstadt Drewitz ist das jüngste Plattenbaugebiet in Potsdam. Und vor etwa 15 Jahren hatte die Schulleiterin vor dem Stadtteilrat, der so neben den der Stadtvollversammlung, da sind so Akteure auch aus der Stadtpolitik, aber auch aus Wohnungsunternehmen dabei, und hatte die Schulleiterin mal davon berichtet, dass die Situation an der Schule in den letzten Jahren immer schlimmer wurde. Das war so etwa der Zeitraum so zwischen 2000 und 2009 etwa. Und dann berichtet sie davon, dass eben in der Schulklasse eben erst nicht zwei oder drei auffällige Kinder sind, sondern eher acht oder neun und eben normaler Unterricht zum Teil gar nicht mehr stattfinden kann. Und was ich dann so erlebt habe, war, dass der Stadtteilrat sich das dann angehört hat und dann ziemlich betroffen nach Hause ging. Und die Frage war aber, was kann man tun? Und im Laufe der nächsten Gespräche, auch mit der Schulleiterin, hat sie sich dann gezeigt, dass wir als Wohnungsunternehmen da durchaus mit Verursacher der Situation waren. Weil wir nicht vorher sehr enger Kooperationspartner der Stadt waren für Vermietung. Und was mit dazu beigetragen hat, dass wir eine sehr hohe Konzentration von Vermietung mit den benannten der Entmischung, der Segregation damit einen Beitrag geliefert wurde, was wir als Wohnungsunternehmen gar nicht gesehen hatten. Im Vortrag der Schulleiterin sah ich, wesentlicher Faktor dabei war. Und so sind wir dann später in der Stadtgebietsentwicklung dann rangegangen, hatten einen Szenario-Workshop durchgeführt und auch den Aspekt Mieterstrukturen zum Beispiel gehabt. Wie sind denn so die Einflussfaktoren? Und dann wollten wir uns damit beschäftigen, kann man eine Soll-Mieterstruktur beschreiben? Und da haben wir es unheimlich schwer getan, haben wir festgestellt, das können wir gar nicht beschreiben, sondern wir können nur flankierende Maßnahmen beschreiben und dann ergibt sich eine Mieterstruktur. Und ein wesentlicher Effekt war, die Stadtpolitik wollte von uns, dass wir auch mit den bevorstehenden energetischen Sanierungen immer die preiswertesten Wohnungen dort anbieten. Also die Mieten sollen bezahlbar sein, was ja auch durchaus ein legitimer Wunsch ist. Aber es ist im Endeffekt dann der Verstärker gewesen für homogene Belegungen da auch in den Beständen. Und das heißt, das war das Ergebnis dann auch dieser Szenario-Workshop-Entwicklung, die Stadtpolitiker dann auch gesehen haben. Wenn wir vielfältigen Wohnraum schaffen, heißt das eben auch andere Ausstattungsmerkmale, auch in unterschiedlichen Preisklassen. Und das wird eher zur Durchmischung beitragen. Und das war ein ganz wichtiger Aha-Effekt. Und am Ende war es nicht so, dass wir eine Säulenmieterstruktur beschrieben hatten, was wir als Leitbild hatten, sondern es ging um das Wir Drewitzer. Also eine Kultur, wie sich eben tatsächlich die Drewitzer eher nachbarschaftlich, gemeinschaftlich eben dann dort in dem Wohnquartier dann verhalten. Also viel mal so als Beispiel einer strategischen. Vielen Dank für die Beschreibung dieser Lerneffekte, die auch in Ihrem Unternehmen stattgefunden haben. Weitergeben gleich, Hans-Müssen Engel, bitte. Genau, ich bin ja Quartiersmanagerin im Falkenhagener Feld Ost. Das ist eine Großwohnsiedlung aus den 60er Jahren in Spandau. Und als in meiner Tätigkeit natürlich als Quartiersmanagerin haben wir natürlich einen ganz anderen Blick aufs Quartier, weil wir sind ja da mit einem Auftrag da. Ne? Wir setzen das Städtebauförderprogramm Zusammenhalt vor Ort um. Und um was geht es dann? Letztendlich geht es darum, die sozialen Folgen von sozialer Segregation, die ja zunimmt auch am Stadtrand von Berlin, natürlich A zu dokumentieren. Das machen wir in den IHECs, in den integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepten und natürlich aber auch in bestimmten Perioden gedacht, mit geeigneten Projekten die Folgen von sozialer Segregation abzufedern in verschiedenen Bereichen, ob das jetzt Bildung ist, Jugend, öffentlicher Raum, Vernetzung, Partizipation, Beteiligung. Und ich würde vor allen Dingen den Stellenwert mal darauf legen, dass es ja auch darum geht, im Quartiersmanagement sich mal auszuprobieren. Also Modellprojekte zu starten, die vielleicht auch für ganz Berlin eine wichtige Rolle spielen können. Und da sind wir dann ganz schnell auch bei der Infrastrukturausstattung. Matthias Berndt hat ja gerade schon von Infrastrukturausstattung gesprochen, hat die aber so ein bisschen in so eine ökonomische Richtung eigentlich gedrückt, sprich von so einer nicht vorhanden sein einer diversen Gewerbestruktur. Aber ich würde sagen, dass die Hauptherausforderung ist bei sozusagen Belebungsquoten, das ist für uns jetzt erstmal nicht das Thema, sondern wir haben jetzt eine andere Perspektive, ist eigentlich die Ausstattung mit sozialer Infrastruktur. Und wenn ich da mir so die Zahlen angucke aus dem Falkenhagener Feld,
Kinderarmut, Transferbezug ist ähnlich vergleichbar natürlich wie die Zahlen, die Matthias Bernd vorgestellt hat. Aber ich finde immer die Zahlen wichtiger, die folgende Zahlen wichtiger. Und zwar im Falkenhagener Feld haben ungefähr 45% der Kinder, die in die Schule kommen, Sprachdefizite, unabhängig von dem Migrationsstatus. 20% der Kinder waren nicht in einer Kita. 25% der Kinder weisen visomotorische Auffälligkeiten auf. Es gibt 50% der Kinder kriegen eine schulische Förderempfehlung. Die Hilfedichte liegt bei 102 Fällen auf 1000 unter 18-Jährigen. 102 Fälle bedeutet, sind nicht immer gleich die Kinderschutzfälle, sondern es sind Fälle, also Familien in der Begleitung des Jugendamtes. Und wenn ich mir dann die Schulabgangsquoten angucke bei uns im Quartier, dann kriegen nicht mal 50% einen adäquaten Schulabschluss dort zustande. Was aber nicht daran liegt, dass die Schule schlecht ausgestattet sind oder die Lehrer nicht engagiert sind, das ist es gar nicht. Ja. Ich würde sagen, es sind sehr gut ausgestattete Schulen, sehr engagiertes Lehrerteam und Sozialarbeiterteam. Aber diese Schulen und diese Kitas platzen aus allen Nähten. Also die Kapazitätsgrenzen werden dort überschritten. Wie soll denn dann Schule stattfinden, wenn eigentlich sozusagen die Mehrheit der Kinder besondere Unterstützungsbedarfe hat? Und da würde ich immer dafür plädieren, also wir haben im Spandau so ein schönes Modellprojekt an den Kitas, das läuft auch in der Heerstraße und im Falkenhagener Feld, das ist das Projekt Kita Sozialarbeit, wo schon ganz früh interveniert wird und die Kitas Sozialarbeiter, also sozusagen dazu bekommen, Personal dazu bekommen über diese Projekte. Und wir kennen das aus der Schule in Berlin, es gibt ein Landesprogramm für Schulsozialarbeit, warum nicht in der Kita, weil man muss früh intervenieren, früh die Hilfen, die da sind, auch in die Familien bringen. Und Gleiches wünsche ich mir eigentlich auch im Schulbereich, nicht in Hinsicht, dass wir jetzt da noch mehr Sozialarbeiter einbringen, das läuft, glaube ich, ganz gut, sondern eigentlich brauchen wir eine andere sozialräumliche Sicht auf Berliner Schule. Also mir geht es vor allem um Kinder und Jugendliche. Und wichtig würde ich finden, wenn wir gerade in diesen Quartieren die Klassen halbieren, das Personal verdoppeln und warum ist es wichtig? Die Corona-Zeit hat Folgendes gezeigt. In diesen Schulen, in diesen Quartieren hat ja dieser Teilungsunterricht zwischen eine Woche zu Hause, eine Woche in der Schule. Die Klassen waren geteilt. Was hat das gebracht? Die Lehrer berichten uns, sie hatten noch nie so effektive Lernerfolge. Und das ist für diese Kinder noch besonders wichtig. Es ist nicht wichtig unbedingt für meine Kinder, die jetzt im Pankow, im Großraum Pankow zur Schule gehen, würde ich sagen, oder wo ich wohne, im Innenstadtbereich, sondern aber es ist gerade für die Gebiete mit dem besonderen Aufmerksamkeitsbedarf. Für diese Quartiere wünsche ich mir eigentlich die besten Schulen der Stadt. Und das hat nicht was mit Ausstattung unbedingt zu tun, sondern mit der personellen Ausstattung. Und das schließt sich ja dann auch an in den Quartieren, wenn es darum geht, wo sind die Begegnungsräume? Gibt es ein Stadtteilzentrum? Gibt es ein Frauenförderzentrum, Familienförderzentrum? Und dann haben wir natürlich in den Großwohnsiedlungen, gerade in Westberlin, das Problem, wo sollen wir die hinbauen? Ja, im Falkenhagener Feld wird jetzt eine Kirche entweiht. Bis das Stadtteilzentrum steht, vergehen 5 bis 7 Jahre. Die Planung dafür begann wahrscheinlich schon vor 8 Jahren. Also es sind ja Generationen von Kindern, die da schon durchlaufen, die dann nicht erreicht wurden. Genau, das ist sozusagen, glaube ich, nochmal so eine andere Perspektive auf soziale Mischung, wo man eher aus dem Quartier heraus, also wir denken ja eher aus dem Quartier heraus. Genau. Dank Susan Engel für diese Perspektive aus Spandau. Kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf zurück. Viel passiert auch, denke ich mir, an Experimentierarbeit und genau hingucken. Frau Böhm, möchten Sie gleich weitermachen? Was bedeutet für Sie soziale Mischung in Ihrer Arbeit? Ich bin ja eher in der operativen Ebene unterwegs mit meinem Team. Da sind mittlerweile 4, 5 Sozialarbeiter tätig für einen Wohnungsbestand von 44.000 Wohnungen. Also für das Märkische Viertel haben wir eine eigene Quartierskoordinatorin. Das sind so Reaktionen auf das, was uns eben auch begegnet seit seit mehr als 20 Jahren in der Entwicklung. Natürlich, ich könnte das jetzt im Grunde genommen von Frau Engel alles 1:1 wiedergeben. Ich kann mich auch gut erinnern, wir haben 2007 Schulleiter einberufen, weil wir ja auch immer nur über Daten unserer Hauptmieter verfügen. Und zu der Zeit damals war diese Sozialraumbetrachtung noch gar nicht so weit fortgeschritten und uns wurde auch immer zurückgespielt. Wir hatten im letzten Jahr keinen einzigen Abiturienten aus dem Märkischen Viertel. So, ja, und wir hatten keine Empfehlung aus keiner Grundschule, das war Mitte der 2000er. Das sind eben auch so Sachen, wir brauchen Aufstiegsversprechen.
Das denke ich, das geht mir immer stark durch den Kopf, weil wir befinden uns ja gerade in einem starken Transformationsprozess. Also ich denke, das ist auch in Potsdam so, das sehen wir in Hellersdorf, da hat das schon ein bisschen früher stattgefunden. Wir haben sehr viele Altmieter in unserem Großsiedlungsbestand, die haben dem Viertel die Treue gehalten. Wenn man die fragt, was sind denn ihre Kinder eigentlich, da sagen einem zwei Drittel dieser Menschen, Ingenieur, Bankangestellter, hat ein Haus im Umland, hat eine Firma. Das ist etwas, das beobachte ich mit großer Sorge. Wo gehen unsere Kinder hin? Ich beobachte mit großer Sorge Zahlen, die ja auch erhoben werden. Anteil Transfereinkommenbezieher. Jetzt muss ich mal sagen, ausländische Passinhaber, also auch eine Gesetzgebung, die natürlich verhindert, dass Menschen in Arbeit finden. Das beobachten wir. Und das sind natürlich Sachen, Vandalismus, Schulden, Konflikte. Das ist in diesen Vierteln einfach höher. Auf der anderen Seite beobachten wir natürlich auch, weil wir das Glück haben, in diesem Viertel, wir haben eine nicht graswurzelartig gewachsene Infrastruktur dort, sondern eine, die eben gleich mitgedacht wurde. Die ist über die Jahre gewachsen und die ist auch relativ gut ausfinanziert. Und da beobachten wir natürlich Anlaufpunkte, ja, Treffpunkte im Quartier. Der Senat hat relativ oder eigentlich sehr schnell reagiert, als die Zuwanderung kam mit dem BEN-Programm. Sowas wünsche ich mir. Und wir reagieren, also das ist eben auch etwas, was ich stark tue, wenn ich mich mit dem Thema operativ beschäftige. An welcher Stelle könnte es denn im nächsten Jahr wieder knapp werden? Also mein Team muss sich eigentlich permanent auch mit solchen Studien auseinandersetzen. Die müssen eigentlich permanent gucken, wie ist der Haushalt gerade aufgestellt? Welche Projekte brauchen wir gerade? Also Monitoring, also macht auch die GESO-Bau. Wir haben also auch kleinräumig, ja, wo keine Quartiersmanagementgebiete sind. Und dafür stellen wir Budget zur Verfügung. Und, ne, und auch die Stellen, die wir haben, die sind nicht befristet, sondern die sind dauerhaft angelegt. Und das ist eben schon mal eine Reaktion auf das, was wir registrieren. Ja. Und es gibt ja im Moment auch eine sehr interessante Studie zur sozialen Mischung. Oder wie geht soziale Mischung, also Aufstieg, Kontinuität, Neuorientierung. Eine sehr große Chance haben wir sicherlich auch neue Zielgruppen. Und also à la Couleur, Referenzprojekt, sage ich immer, ist Berlin. Ja, also referenziell guckt man immer so ein bisschen nach der Bevölkerungszusammensetzung in Berlin und die ist bunt gemischt. Und das ist ein großes Plus von Berlin. Und denen ein Angebot zu machen, eben auch im Neubau. Das können wir sicherlich nicht im Bestand machen. Aber denen ein Angebot zu machen, dort, wo wir neu bauen, durch flexible Grundrisse, durch auch eine enge Begleitung, auch wenn wir diese Zahlen haben, diese Belegungszahlen, dass wir uns eben für bestimmte Projekte von Anfang an, wenn wir in die Planung gehen, haben wir auf dem Schirm, da könnten wir vielleicht mal mit dem und dem zusammenarbeiten und begleiten dann die Menschen beim Einzug so in die Nachbarschaft, bei der Integration, alle. Ich sage ausdrücklich alle, ja, so, nicht bestimmte Gruppen. Also das vielleicht mal aus dem operativen Blick. Ja, vielen Dank. Inwieweit das dann konkret mit gebauter Umwelt zu tun hat, das können wir sicherlich auch noch nachher vertiefen in den nächsten Gesprächen. Ich darf jetzt Ralf Protz noch bitten, seine Sicht auf die Rolle von sozialer Mischung zu erzählen. Ja, vielen Dank. Also erstens würde ich gern sozusagen meiner Genugtuung Ausdruck verleihen, dass die Zahlen sozusagen jetzt immer weiter sozusagen öffentlich werden, wie nicht immer. Also wir haben schon 2018, übrigens waren wir da in Potsdam, bei der Pro Potsdam, als wir unsere Jahrestagung hatten, die Studie von vom Wissenschaftsinstitut vorgestellt. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass man da noch sehr zurückhaltend reagiert hatte in der Diskussion und so, das ist alles gar nicht so problematisch. Und damals waren die sozusagen großen Veränderungen der Flüchtlings noch gar nicht eingepreist sozusagen in dieser Studie, aber man hat schon gesehen, in welche Richtung das geht. Insofern sieht man aber auch, wie lange es dauert sozusagen, bis solche Entwicklungen, die ja
auch wenn Matthias Bernd sagt, die Statistik lässt uns nicht viele Zahlen zur Verfügung in der Auswertung, aber die, die da sind, zeigen zumindest ganz deutlich, in welche Richtung die Reise geht. Und dass es so lange dauert, bis das sozusagen dort angekommen ist, wo Veränderungen als erstes sozusagen eingeleitet werden können, das tut mir besonders weh und leid. Das Zweite ist, es wurde ja gesagt, man darf auch widersprechen, nicht? Also ich möchte definitiv sozusagen von Matthias Bernd widersprechen, dass die Forderung nach sozialer Mischung eine reine Forderung der Praxis ist. Ich will da gern an die Charta von Leipzig erinnern. Die Charta von Leipzig hat ganz deutlich sozusagen den politischen Kontext darauf gelegt, dass Ungleichheiten in der Stadt zu vermeiden sind, und zwar ökonomische, ökologische und auch räumliche Ungleichheiten. Und insofern ist nur die soziale Mischung und in jeder modernen Gesellschaft ist sozusagen die Grundlage soziale Mischung, sonst kommen wir wieder in Stammesdenken hinein, also sozusagen in Abgrenzungen immer mehr. Und deswegen möchte ich sagen, es ist nicht nur sozusagen eine Forderung der Praxis, sondern diese Forderung geht viel, viel weiter. Und andersrum kann man ja auch sagen, wir haben in den vergangenen Jahren auch oft sozusagen die Entmischung ja sozusagen negativ gesehen, gerade in Innenstadtgebieten sozusagen dadurch Verdrängung stattgefunden haben, gerade von ärmeren Haushalten sozusagen. Das haben wir alle beklagt und haben gesagt, wir müssen etwas dagegen tun. Deswegen finde ich jetzt die Frage, warum soziale Mischung sozusagen etwas Negatives sein soll, finde ich falsch. Sie ist sozusagen die Grundlage. Deswegen nur der kleine Widerspruch. Matthias, können wir gerne weiter darüber diskutieren dann. Und der dritte Punkt nochmal, weil das auch angesprochen wurde, ich will hier auch nicht alles wiederholen, aber der dritte Punkt ist sozusagen, brauchen wir Eigentum in Großsiedlungen? Das war mir sozusagen ein bisschen plakativ dargestellt von Matthias Bernd, zu sagen, jetzt ist die große Forderung, viel Eigentum sozusagen zu bauen. Nein, wir haben ein anderes Problem, gerade in Berlin. Wir haben sozusagen eine große Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Und momentan haben wir die Situation aber, dass die überwiegende Mehrzahl, ganz deutlich überwiegende Mehrzahl, wir haben es ja in unserer Studie dargestellt, des sozialen Wohnungsbaus genau in den großen Wohnsiedlungen errichtet wird, wo wir schon die Mehrzahl sozusagen des kostengünstigen Wohnungsbaus und des sozialen Wohnungsbaus haben. Und dadurch führt es in der Stadt sozusagen durch eine, ich hoffe, ungewollte Segregation sozusagen innerhalb der Stadt, weil einzelne Stadtgebiete sozusagen sich immer mehr sozusagen von sozialem Wohnungsbau in Anführungsstrichen befreien und damit die Menschen in diesen Stadtteilen gar keine Chance mehr haben, sozusagen in ihrer Nachbarschaft noch Wohnung zu finden. Sie müssen automatisch sozusagen in die Region der Stadt umziehen, wo wir schon so eine Konzentration haben. Deswegen will ich nur eine ganz kleine Anekdote dazu einführen. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir über Leerstand in Großsiedlungen gesprochen. Ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern, dass der damalige Stadtrat Dr. Liemann in Marzahn-Hellersdorf gesagt hat, wenn sich die Zeiten noch mal ändern sollten, dann würde ich alles dafür tun, dass, wenn wir wieder bauen können, wieder Eigentum in die Großsiedlung gebaut werden, mit der Begründung, ein Eigentümer packt nicht so schnell seinen Koffer. Was ja umgedreht heißt, er engagiert sich stärker auch für sein Gebiet und trägt sozusagen auch ein bisschen zur Bindung und zur Nachhaltigkeit in dem Gebiet bei. Und deswegen sage ich ganz genau, wenn wir über Eigentum gehen, und ich finde den Weg auch richtig, Eigentum in diesen Siedlungen wieder als ein Punkt sozusagen der Entwicklung aufzubringen, dann über selbstgenutztes Eigentum. Also hier ist keine Frage sozusagen der Investoren, die ja sozusagen die großen Reibach machen wollen. Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern selbstgenutztes Eigentum, auch gern für mittlere Einkommensschichten, die dann sozusagen hier vielleicht auch ihre Heimat in die Großsiedlung finden. Vielen Dank, Herr Protz. Das war jetzt die Praktika-Perspektive. Ich würde jetzt gerne auch noch Frau Münch fragen, welche Rolle spielt soziale Mischung für Sie und wie möchten Sie vielleicht auch auf das, was eben schon gesagt wurde, zum Thema reagieren aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive heraus? Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Genau, ich würde auch erstmal so ein bisschen anekdotenhaft einsteigen und bevor ich dann zu sehr ins Schwelgen gerate, würde ich versuchen, so ein paar Punkte aufzugreifen, die jetzt gerade auch schon angesprochen wurden. Ich habe mich im Jahr 2004 das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich damals wissenschaftliche Referentin in einem Projekt war, das den Namen hatte Zuwanderer in der Stadt. Das war so ein Wissenschaftspraxisprojekt, was auch vom GdW, also dem Dachverband der Wohnungswirtschaft und dem Deutschen Städtetag und der Stadtestiftung getragen wurde. 2004, vielleicht noch mal so kurz für die Jüngeren unter uns so als Hintergrund,
noch eher im Zeichen von Schrumpfung einerseits, so als Grundtenor der Debatte, gleichzeitig aber auch großer Privatisierung ehemals öffentlicher Wohnungsbestände. Und das Thema Integration und Sozialraum, das wurde ja eben gerade schon genannt, war so gerade quasi entdeckt worden. Und in diese Lücke ist das Projekt vorgestoßen. Es gab einen Beirat, der Handlungsempfehlungen zur stadträumlichen Integrationspolitik erarbeiten sollte. Und ein Spannungsverhältnis, was wir damals gesehen haben, war, dass seinerzeit in der Wohnungswirtschaft noch sehr stark auch so durch tatsächlich wissenschaftliche Kollegen sowas wie ein Tipping Points und kritische Ausländeranteile und so weiter kursierten. Also das heißt, den Versuch, anhand bestimmter soziodemografischer Merkmale so Belastungsgrenzen für Stadtteile fest zu meißeln. Und vor dem Hintergrund hat dieses Projekt argumentiert, dass der Diskurs, der sich mit sozialer Mischung aus dieser Perspektive beschäftigt, überwiegend überschätzt, wie stark Nachbarschaftseffekte in Europa sind. Also Matthias Berndt hat das ja schon eingangs erwähnt. Es gibt ja eine wirklich jahrzehntelange Forschung dazu, ob arme Stadtteile die Bewohnerinnen ärmer machen, ob der Spracherwerb schwieriger ist. In den USA geht es dann auch immer viel um Kriminalitätsbelastung und Teenager-Schwangerschaften und so weiter. Und dass eigentlich die europäische Forschung gelinde gesagt zu eher ambivalenten bis negativen Ergebnissen kommen. So. Das war der Hintergrund und ich habe das dann als Anlass genommen, so dieses Spannungsverhältnis, dass einerseits die Wissenschaft sagt, wir können diese Nachbarschaftseffekte in europäischen Städten eigentlich nicht feststellen und das Thema, wie wir jetzt auch heute gerade wieder sehen, offensichtlich für die Praxis tatsächlich so eine große Rolle spielt. Das habe ich als Anlass genommen, um dann in meiner Dissertation zu vergleichen, wie und mit welchen Begründungen in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien versucht wird, Mischung herzustellen. So, das vielleicht zum Hintergrund nochmal auf die Punkte, die eben schon diskutiert wurden. Interessanterweise haben wir auch damals schon in dem Schader-Projekt, was bis 2006 lief, dafür argumentiert, dass das, was man heute vor allem so als soziale Infrastruktur bezeichnen würde, dass das einfach in diesen Stadtteilen ja besonders gut ausgestattet sein sollte und dass durch soziale Mischung allein die sozialen Probleme der Bewohnerinnenschaft eben nicht gelöst würden. Genau, und abschließend würde ich vielleicht gerne nochmal auf dieses Spannungsverhältnis eingehen, Wissenschaft, Praxis. Da war ja der Ball so ein bisschen zurück an Matthias Berndt gespielt worden. Also ich glaube, der Punkt ist, auf soziale Mischung können wir uns alle einigen. Also das macht, glaube ich, auch so diesen Charme dieses Begriffs aus, dass das so ein etwas schwammiges Konzept ist, unter dem man sich alles Mögliche vorstellen kann. Ich glaube, weshalb Matthias argumentiert hat, dass es aus wissenschaftlicher Sicht nicht in diesem Maße mitgetragen wird, hat verschiedene Gründe. Zum einen eben, weil die Erwartungen an die positiven individuellen Effekte von Mischung aus wissenschaftlicher Sicht doch eher überbewertet sind. Und der zweite wesentliche Grund, warum soziale Mischung dann in der Ausgestaltung vielleicht kritisch gesehen wird, obwohl man per se nichts gegen soziale Mischung haben kann, ist wahrscheinlich, dass wir es häufig umgesetzt sehen in Form von Begrenzungen von Zugängen. Also dass es dann eher darum geht, Belegungsquoten zu haben, Zuzugssperren und so weiter. Und dass das problematisch gesehen wird, gerade wenn wir über Gruppen sprechen, die sich sonst ohnehin schon relativ schwer mit angemessenem bezahlbarem Wohnraum versorgen können. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Münch. Matthias Berndt, möchtest du gleich darauf antworten? Du bist ja auch direkt angesprochen. Gerne, gerne. Also die Gelegenheit greife ich gerne auf. Ich würde vielleicht einfach als Aufhänger die Schilderung von Herrn Westphal und Frau Engel von der Situation in den Schulen nehmen, weil auch finde ich die Schulsituation sehr häufig in der Diskussion im Mittelpunkt steht. Und ich finde, die Schilderungen sind ja alle unbestreitbar. Ich selber war vor 4 Wochen in einem Workshop in Halle-Neustadt. Und was man dort von Schuldirektoren, Kita-LeiterInnen hört, das ist wirklich der Horror. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber die Frage ist ja, finde ich, was bei so einer Diskussion, in dieser Situation in Bezug auf soziale Mischung hilft. Und da sehe ich das eigentlich aus 4 Gründen kritisch. Also erstens leuchtet mir wirklich überhaupt nicht ein, warum es leichter sein soll für eine Gesellschaft,
dafür zu sorgen, dass Eigentumswohnungen am Falkenhagener Feld gebaut werden, als ein paar mehr Lehrer einzustellen. Ja. Und es ist seit Jahr und Tag, sagen die Schulen, sie brauchen mehr Lehrer, sie brauchen speziell geschultes Personal, sie kriegen keins. Wir haben genau in diesen Vierteln auch noch das Problem, StudienabgängerInnen irgendwie dahin zu kriegen, weil die keine besondere Zulage kriegen, weil sie mehr Stress haben und natürlich lieber in einem besseren Viertel arbeiten. Ich verstehe nicht, wieso die Gesellschaft sozusagen diesen Umweg nehmen muss über soziale Mischung, um an diesem Problem was zu drehen. Zweites Problem ist für mich, wenn man sozusagen dafür sorgt, dass es in einem armen Viertel weniger preiswerten Wohnraum gibt, relativ, weil Wohnraum mehr für höhere Einkommensschichten zugänglich gemacht wird, weil der Verdrängungswettbewerb dann auch dort verstärkt wird, dann sind die Leute ja nicht weg, sondern sie ziehen woanders hin. Und alle Studien, die es gibt, sagen, dass dann einkommensschwache Personen in das nächste preiswerte Viertel ziehen und dann dort wieder die Konzentration von armen Bewohnern verstärken. Ja, das heißt also, ich verschiebe im Zweifelsfall das Problem. Ein drittes Problem finde ich, und das ist auch durch Studien hinreichend belegt, wenn ich, gerade Großbritannien und die Niederlande haben ja eine sehr aktive soziale Mischungspolitik in den letzten Jahrzehnten gemacht. Und Studien, die sich das angeguckt haben, konnten zeigen, dass es zwar tatsächlich dazu kommt, dass in soziale Wohnungsbausiedlungen mehr Mittelklasseangehörige wohnen, weil die dort Angebote kriegen und weil gerade in einer kritischen Wohnungsmarktsituation wie London auch Sozialwohnungsviertel absolut akzeptabel sind. Aber die interagieren deswegen nicht unbedingt mit den Bewohnern, die schon da sind, sondern Studien zeigen, dass das sehr häufig wirklich getrennte Welten sind. Die kommen dorthin, haben andere Clubs, besuchen andere Restaurants, schicken ihre Kinder in andere Schulen und gründen im Zweifelsfall Privatschulen. Also die Situation an den öffentlichen Schulen muss sich dadurch nicht verbessern, dass ich andere Bewohner habe. Auch aus Berlin kennen wir mittlerweile genügend Beispiele, wo Leute sehr schnell Privatschulen gegründet haben. Und das vierte finde ich, dass es zweifelhaft ist, ob es wirklich den Kindern vor Ort so viel hilft, wenn sie Kinder haben, die aus einem anderen Milieu sind. Also interagieren die wirklich? Wird sich um die Kinder, die Sprachdefizite haben, dann mehr gekümmert oder weniger gekümmert, wenn die mit anderen Kindern in einer Klasse sind? Also im Kern geht es für mich darum, wieder so ein bisschen anknüpfen an das, was Susanne Engel gesagt hat. Wir haben eigentlich ein sehr klar identifizierbares Problem. Wir haben Schulen, in denen es viele Kinder mit mehr Problemen gibt als im Durchschnitt. Da müssen wir ja irgendwie dazu kommen, mehr Ressourcen an diese Schulen zu bringen. Und da habe ich den Eindruck, wir gehen, wenn wir über soziale Mischung gehen, so einen ganz großen Umweg um das Problem. Und letzten Punkt, den ich sagen möchte, auch anknüpfen, Ralf, an die Charta von Leipzig und den hohen politischen Konsens zur Mischung. Also klar, so soziale Mischung ist ein bisschen everybody's darling und jeder kann es rausholen. Also die einen können es rausholen, wenn es um verarmte Großwohnsiedlung geht, die anderen als Mittel gegen Gentrifizierung. Ne? So, das kann man also sehr leicht anwenden. Ich finde nur, in der Praxis gibt es doch eine leichte Schieflage. Also über soziale Mischung reden wir doch in der Regel, wenn es um Armutsgebiete geht. Ja? In der Regel fordern auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin, du bist ja bei einem beschäftigt, eben nicht, dass sie dass die Blockadehaltung des Bezirkes Zehlendorf aufgebrochen wird und mehr sozialen Wohnungsbau in Zehlendorf kriegen, sondern ihr fordert, dass die Belegungsgrenzen für die Bestände in Hohenschönhausen, Marzahn, Lichtenberg und so weiter flexibilisiert werden. Deswegen finde ich, das ist so eine gewisse Schieflage in der Diskussion. Und einfach nur nochmal anknüpfend, ich glaube, du hast das ja schon gesagt, ich habe mal irgendwann die Zahlen gecheckt im Bezirk Zehlendorf, Wilmersdorf-Steglitz-Zehlendorf, ne? Helft mir mal. Oder Wilmersdorf-Zehlendorf, wie heißt denn der Bezirk? Steglitz-Zehlendorf, genau. Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gibt es ungefähr 10% der landeseigenen Wohnungen, die es in Lichtenberg-Hohenschönhausen gibt. Und die Zahl der Wohnungen, die neu gebaut worden sind an kommunalen Wohnungen, ist auch in Lichtenberg-Hohenschönhausen 10-mal höher. Und das ist doch ein Missverhältnis. Also wenn wir über soziale Mischung reden, dann sollen wir doch auch mal darüber reden, wie kriegen wir dort, wo die Schulen nicht überlastet sind, wo es genügend Land auch gibt, wie kriegen wir dort irgendwie mehr Sozialwohnungen hin? Und warum passiert da nicht mehr? Das nehme ich zumindest in öffentlichen Diskussionen sehr, sehr wenig wahr. Also auch Frau Giffey hat ja jetzt nicht gesagt, wir haben hier ein Problem mit Grunewald, sondern sie hat gesagt, wir haben ein Problem mit der Heideck-Siedlung. Vielleicht habe ich ein paar kontroverse Punkte schon mal
Dann stoppe ich erstmal. Und Frau Giffey hat auch gesagt, man muss aufpassen, dass das nicht kippt, aber man weiß nicht genau, was sie mit kippen meint, habe ich jetzt bei dir vorhin gelernt. Ich wollte jetzt aber gerne nochmal diese erste Runde dafür nutzen. Gibt es jetzt noch Querfragen von Ihrer Seite, bevor wir jetzt vielleicht mal in den Chat gucken? Noch Ergänzungen zu den Äußerungen, die eben auf dem Podium genannt wurden. Bitte sehr, Herr Westphal. Vielleicht, weil Sie gerade davon gesprochen haben, wenn man eine Flexibilisierung hat, würden Sie eher zu einer Verschiebung führen. Aber im Endeffekt ist das ja auch schon wieder eine Durchmischung in den anderen Gebieten. Also auf der einen Seite natürlich auch diese flexible Belegungsbindung. Und da haben wir auch ein paar erfreuliche Erfahrungen gemacht bei diesen flexiblen Bindungen, die wir für 5 Jahre angesetzt haben. Dass eben wir dann festgestellt haben, nach den 5 Jahren konnten die Mieter dann nochmal zweite Mal diese Einkommensprüfung durchführen, um dann weiterhin vergünstigten Wohnraum zu haben. Ansonsten ist es ein Wohnraum, der in ganz normalen Mietfeldern dann auch behandelt wird. Und wir haben einen sehr hohen Anteil gehabt an Mietern, die sich nicht nochmal den BBS haben geben lassen, weil sie eben durch die Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre dann in ein Einkommen dann dort reinkam. Und der Vorteil der flexiblen Bindung ist, dass wir tatsächlich in den anderen Gebieten, wo wir eben keine Grundstücke hatten, um dort sozialen Wohnungsbau dann zu errichten, auch darüber die entsprechenden Belegungen vornehmen konnten. Und das sind dann eben dann auch Belegungen, die dann auch auf die entsprechende soziale Infrastruktur dann in den Wohngebieten betrifft. Stimmen Ihnen dazu? Natürlich wäre es viel schöner, wenn es mehr Sozialarbeiter geben würde in den Schulen, dann in den Plattenbaugebieten, wo wir eine höhere Quote haben, sagen wir in dem Fall von auffälligen Kindern in den Schulklassen. Und beides braucht man. Man braucht sowohl eben die Verstärkung der sozialen Infrastruktur in den Quartieren, aber trotzdem die Stabilisierung und im Endeffekt auch die Mieter wieder anzusprechen, die vorher einen Bogen drumherum gemacht haben, bestimmte Wohngebiete. Weil die Erstbezugsmieter, das haben mir meine Mitarbeiter auch gesagt, die ziehen jetzt aus, also die diese feste Bindung hatten. Und jetzt beginnt eben dann eine Fluktuation in den Gebieten. Und die Frage ist, wer zieht Neues hinzu? Und diese Gebiete dann attraktiv zu machen, heißt eben Wohnraum und auch Infrastruktur so zu schaffen, dass dann auch die anderen Gruppen angesprochen wurden, die vorher einen Bogen drumherum gemacht haben. Nicht von Verschiebungen sprechen, sondern es ist auch ein Beitrag für die flexible Bindung, auch die durch bestimmte Angebieten mit anzugehen. Und bezogen auf Migration. Potsdam hat sich ganz gezielt dafür entschieden, möglichst wenig Gemeinschaftsunterkünfte zu schaffen, sondern wir haben Wohnungsverbünde angeboten, wo wir mehrere leerstehende Wohnungen ein Gebiet hatten, weil es hieß, also ich bin da jetzt nicht der Experte dann, aber Integration ist leichter, wenn eben tatsächlich es in allen Wohngebieten stattfindet und wir nicht eben nur ein, zwei Gebiete haben, wo wir dann eben verstärkt über Gemeinschaftsunterkünfte und wenn diejenigen aus der Gemeinschaftsunterkunft rausziehen, bevorzugt ja in das Gebiet, in dem sie sich schon auskennen, dann eben sehr stark dann die Quote dann auch derjenigen erhöhen, die sowieso schon in den Gebieten durch die Gemeinschaftsunterkünfte sind. Also jedenfalls auch da Wohnungsverbünde haben mit dazu beigetragen, dass wir in der Stadt eben das Thema Integration auch stärker mit verteilen können. Auch das ist so Teil von Durchmischung. Vielen Dank, Herr Westphal. Sie wollten direkt dazu noch was sagen. Ja, ich wollte auch noch sagen, weil zwei Begriffe jetzt, die muss ich noch mal gerade rücken. Also das erste ist, unsere Forderung aus unserer Studie ist ja nicht sozusagen, dass durch Wohnungsbau eine Verschiebung eingeht, sondern wir fordern ja ganz genau, dass in diesen Bezirken in Berlin gebaut werden soll oder kommunales Eigentum angekauft werden soll, die bisher unterrepräsentiert sind. Und das ist, um es nochmal deutlich zu sagen, nicht plus 10% dessen, sondern in Tempelhof, Steglitz, Zehlendorf sind es 1,6% des Wohnungsbestandes in kommunale Wohnungen. Also das ist schon relativ wenig gegenüber Lichtenberg mit über 50%. Nicht? Also da hat man ja schon so eine Verschiebung. Und ich finde den Begriff Verschiebung finde ich auch falsch. Es ist einfach eine gleichberechtigte Verteilung, die dadurch entsteht innerhalb der Stadt. Und wir sehen doch, und das wurde ja nun auch vom Wissenschaftszentrum dargestellt, wir sehen doch, dass gerade diese Siedlung, die Großsiedlung sozusagen, immer mehr sozusagen Lasten übernehmen durch sozusagen den Zuzug und teilweise größere Lasten übernehmen, das sagen ja auch die aktualisierten Zahlen, die wir haben, größere Lasten übernehmen als andere Teile der Stadt. Und ich finde, da muss man dann auch drüber reden, sozusagen, wie werden diese Lasten wieder honoriert, die übernommen werden, durch soziale, sozusagen durch ein Management der sozialen Dienste, die wir da haben, insbesondere in Schulen.
Und die Erfahrung, die man doch macht in Berlin, ist erstens, der Schulbau dauert unheimlich lange, wenn es sozusagen darum geht, neue Schulen zu schaffen. Da sind wir gar nicht so schnell. Und das Zweite ist, nicht bloß die Schulen dauern lange, sondern auch Lehrer zu bekommen dauert lange. Und leider ist es denn oft so, dass in den Schulen eher sozusagen die Quereinsteiger und nicht die Profis sozusagen sind. Und das ist doch ein Problem. Und da muss ich sagen, das kann nur die Stadt selber lenken. Die ist verantwortlich, die ist Arbeitgeber der Lehrer. Die muss da steuern, dass eigentlich in diesen Gebieten, wo wir so eine hohe Belastung haben, dann auch die besten Lehrer lehren. Das wäre sozusagen Stadtpolitik, denn um soziale Mischung oder nicht vorhandene soziale Mischung wenigstens zum Teil auszugleichen. Danke. Meldung. Frau Münch. Ich fand zwar den letzten Punkt jetzt auch nochmal spannend, aber ich wollte gerne nochmal auf diese Ausgangsbeobachtung zurückkommen, dass man sich unter diesem Umkippen fast noch weniger vorstellen kann als unter der sozialen Mischung. Und zwar würde ich gerne, wenn ich darf, Herrn Westphal fragen. Sie hatten ja als Einstieg davon berichtet, dass für Ihr Unternehmen damals so der Aha-Effekt darin bestand, eben von dieser Schulsegregation zu erfahren. Können Sie sich erinnern oder hätten Sie denn damals aus Vermietersicht sozusagen angenommen, dass das Quartier, über das Sie gesprochen haben, stabil ist? Also weil wir, also genau, wenn wir über Mischung sprechen, dann gehen da ja immer so verschiedene Wünsche ineinander über, von Integration über Vermietbarkeit herstellen. Hätten Sie damals angenommen, dass das, also aus Ihrer Perspektive, dass das eigentlich kein Problem sei? Danke. Das, was wir aus den statistischen Daten der Stadt kannten, das war schon, dass es das geringste Pro-Kopf-Einkommen in dem Quartier ist. Und das gab auch Berichte über das Kindeswohlgefährdung, auch am häufigsten in dem Quartier auch vorlagen. Aber wir haben das nicht bezogen auf das wir mit den Belegungsthemen der Stadt, weil wir haben, dass wir da mit Verursacher sind, weil wir haben das bis zu dem damaligen Zeitpunkt, wir hatten auch relativ Leerstand um 2000 rum in Potsdam, hatten wir dann eher gedacht, wir tun was Gutes. Wenn wir ganz eng mit der Stadt dann zusammenarbeiten und dann den Leerstand können wir dann bei uns reduzieren. Und da sind wir erstmal dann ganz forsch da rangegangen, haben ganz viele Belegungen vorgenommen. Und natürlich, mir ist es dann bewusst geworden durch den Vortrag der Schulleiterin, hoppla, das führt ja auch zu diesen Effekten. Denn die Quartiere, die Plattenbaugebiete in den Bundesländern waren ja vorher eher durchmischte Gebiete, ja, wo es dann hieß, der Fabrikdirektor hat im gleichen Haus gewohnt wie der Hausmeister. Und das hat sich ja geändert bis 2000 rum. Ja, da haben ja diejenigen, die es sich leisten konnten, also dann ja ein Familienhaus im Umland dann gebaut. Und das hat ja mit zu dem Leerstand in den Plattenbaugebieten geführt. Und die Belegung ist dann sehr stark durch uns in Kooperation mit der Stadt durchgeführt. Also meine Frage zielt darauf ab, Sie hätten jetzt nicht von vermehrten Nachbarschaftskonflikten oder irgendeiner Problematik, was jetzt so irgendwie das Miteinander in der Nachbarschaft angeht, gesprochen, bis Sie dann von den Schulen erfahren haben? Also damals nicht. Jetzt, wenn ich die letzten 2 Jahre betrachte, das Erste, was mir die Mitarbeiter gesagt haben, bis heute zeigt sich dieses Thema der Nicht-Durchmischung, vor allem durch Nachbarschaftskonflikte. Und dass Hausgemeinschaften nicht mehr funktionieren, das war früher anders. Ja. Und heute sind das die Themen, die als Signale dann im operativen Geschäft für uns wichtig sind. Ja. Noch Ergänzung? Ja, das war bei uns auch ein Punkt. Das Märkisch-Württemberg hat es beispielsweise viel später erwischt. Die sind erst Mitte der 2000er in diese Zeit geraten, dass die Menschen ausgezogen sind. Also eine hohe Fluktuation. Und das, was wir zuerst immer gehört haben, waren dann Konflikte. Konflikte in den Nachbarschaften. Also wer sich leisten konnte, ist weggezogen. Und da kam aber einiges zusammen. Natürlich kam zusammen, werden wir noch versilbert? Ja, werden wir noch verkauft? Machen wir Pinselsanierung oder machen wir wirklich was Nachhaltiges? Welche strategische Entscheidung trifft man? Und wenn ich dann als Verwaltungsbeamter im Umland für 700 Euro im Monat ein Haus bauen kann und für dasselbe Geld, also davon die Hälfte Betriebskosten, in einer Nachbarschaft lebe, aus der ich wegkomme, dann entscheide ich mich natürlich wegzugehen. Und das waren schon Effekte,
deswegen sage ich auch immer so ein bisschen mit dem Aufstiegsversprechen, also so diese Beweglichkeit. Die Leute wollten mobil bleiben, weil wenn ich in diesem Viertel bleibe, dann könnte ich mich ja, das ist jetzt ein bisschen despektierlich möglicherweise, ich könnte mich ja auch mit so einem Lebensgefühl von Abwärtsbewegung infizieren. Ja, also so eine endemische, wie so ein endemisches Gefühl, wie viele Leute sind dann in Prenzlauer Berg gezogen, weil sie irgendwie dieses kosmopolitische lebten, das sie mit aufgehoben hat. Und das muss man eben auch dazu sehen. Und die Lösung ist heute, Orte zu schaffen, so denn Quartiere sie haben und verantwortungsvolle Wohnungsunternehmer, Orte zu schaffen, an denen von Anfang an Begegnung möglich ist. Also das ist unglaublich wichtig. Und ich will auch noch mal was, ich glaube, die Heideck-Siedlung kann durchaus ein Problem haben, aber Zehlendorf hat auch ein Problem. Also, weil auch da in der Heideck-Siedlung, die wurde halt verkauft. Oder wurde drauf los vermietet. Und da ist genau das passiert, zum Glück eingebettet in eine Stadt, in der es viele verantwortungsvolle Akteure gibt, was wir eben auch immer aus Halle gehört haben, im Kompetenzzentrum, dass dort gar nicht mehr hingeguckt wurde, wer da wohnt, dass auch nicht mehr modernisiert wurde. Ja, so das Nötigste. Und dann ziehen eben Menschen ein, denen das vielleicht auch ein bisschen egal ist. Ich will auch nochmal, das war mir aber einfach so ganz konkret, wie ich das in meiner täglichen Arbeit erlebe. Wir sind ja jetzt auch im Zuge der Kooperationsvereinbarung 2016 Mieterräte, Mieterbeiräte, also diese Gremien sollen ja gestärkt werden. Das Durchschnittsalter in diesen Gremien ist 65. In den guten Nachbarschaften, also wo die Leute wirklich auch eher so gut situiert sind, auch kleine Wohnungen haben in den 30er-Jahre-Höfen, wo man sich auch ein bisschen kennt, da ist es nicht schwer, auch jüngere Menschen zu aktivieren. Aber der große Punkt bei allen Konzepten, Ehrenamt. Gilmann, so ein Viertel, ja, wo kommen die Ehrenamtlichen her? Die kommen aus den Eigentumsanlagen, die kommen aus den Einfamilienhäusern oder das sind eben so Alt-68er, die es auch nochmal ins Märkische Viertel oder in die klassischen Großwohnsiedlungen verschlagen hat. Die engagieren sich, sonst finden sie keinen. Ich kann in einem Viertel wie dem Märkischen Viertel 17.000 Wohnungen, 40.000 Mieter. Ich kann die Ehrenamtlichen an einer Hand abzählen. So, und das Durchschnittsalter liegt bei 75. Also das ist eben auch, ich will nicht unterschätzen, und das sage ich auch ganz klar an dieser Stelle, ich weiß, dass auch in den neuen Communities, die eben in den letzten Jahren dazugezogen ein hohes Engagementpotenzial ist. Es ist eben anders, als unter in Familien engagiert man sich, in der Moscheegemeinde, in der Kirchengemeinde. Aber wir bauen ja auch immer so ein bisschen unser gesellschaftliches Verständnis, ne? Die Freiwillige Feuerwehr. So, also auch viele, viele, viele Infrastruktureinrichtungen funktionieren nur, wenn Ehrenamt ist. Und das funktioniert gut, wo wir eben auch so eine gewisse Bürgerlichkeit haben, so ein gewisses Verständnis. Und das muss uns, da bin ich auch optimistisch, wir müssen uns damit beschäftigen. Aber das ist etwas, das müssen wir vortragen. Und da brauchen wir aber auch einen politischen Gestaltungswillen, der eben nicht von Projekttöpfchen zu Projekttöpfchen immer mal das Gießkännchen. Ich habe, als ich vorhin sagte, ein schönes Projekt, da habe ich auch geschrieben, genau. Und dann kommt die Gesobau um die Ecke, die Stadt und Land oder die Pro Potsdam und sagt, ihr tolles Projekt, läuft ja nur 2 Jahre, weil es nicht anders geht. Das ist erfolgreich gewesen. Wir setzen das jetzt fort und wir implementieren dieses erfolgreiche Projekt. So, und da denke ich, also das ist auch ein Punkt und da spielt soziale Mischung schon doch eine Rolle. Da spielt nicht nur die Infrastruktur eine Rolle, da spielt auch eine ganz gravierende Rolle. Aber auch die Engagementstrukturen, die Sie gerade ansprechen, die vorhanden sind. Eine bürgerliche Schicht, die Sie auch erwähnt haben. Ich würde gerne mal fragen, wie ist das denn in Spandau eigentlich? Auch Migrantinnen und Migranten übrigens, die aber auch schon länger da sind und die Angebote bekommen und andocken können. Also ich kann ja nur bestätigen, was Frau Böhm sagt. Genau, Engagement, daran musste ich auch denken, was so ein Argument auch für auch Bewegungsquoten ist oder ein Versuch der irgendwie wohnungspolitischen Intervention, um sozusagen so eine Potenziale überhaupt auch wieder mal zu erhöhen. Aber ich will noch mal auf einen anderen Punkt hinaus. Also ich meine, das Falkenhagener Feld unterscheidet sich ja jetzt zum Beispiel von der Heideck-Siedlung, weil es schon von der Gebäudestruktur sehr unterschiedlich ist. Ne? Wir haben Großwohnsiedlungen, Eigenheimsiedlungen, es gibt die 30er-Jahre-Bauten und so weiter. Und
frage ich mich immer, soziale Mischung im Quartier. Was ist denn jetzt das Quartier? Was meint man jetzt? Meint man die gesamte Bezirksregion Falkenhagener Feld? Meint man die Siedlung? Also diese soziale Segregation betrifft das Ganze sozusagen. Und manchmal denke ich, es wäre hilfreicher, wenn man noch mal viel kleinteiliger sich das angucken könnte. Also wenn ich ein Beispiel, eine Wohnungsbaugenossenschaft hat in den letzten Jahren Wohnraum geschaffen und hat dort natürlich auch Belegungsquoten umsetzen müssen. Ich habe mich immer mal wieder gefragt, ob es nicht auch sinnvoll gewesen wäre, wenn man bei diesem Bauprojekt das einfach mal nicht gemacht hätte, um sozusagen Zuzug von Familien ins Falkenhagener Feld zu begünstigen, zu fördern. Wobei, wo gehen deren Kinder in die Grundschule? Die gehen natürlich in die Grundschulen des Falkenhagener Felds und umliegend. Und da denke ich mir so, vielleicht geht es nicht immer man muss definieren, was ist das Quartier. In anderen Häusern oder in anderen Straßenzügen, würde ich sagen, muss das vielleicht auch nochmal anders betrachtet werden. Also wir haben im Falkenhagener Feld, würde ich sagen, in den Punkthochhäusern, das hat was mit der Belegungspolitik zu tun, aber nicht nur, weil es betrifft auch die Bestände der Deutschen Wohnen, die ja sich an keine Belegungsquoten halten mussten, hat man eine Konzentration von Menschen, die wirklich Unterstützungsbedarfe haben, sehr, sehr große Unterstützungsbedarfe. Die Wohnungen sind überbelegt, teilweise vielleicht auch durch illegale Untervermietung. Wissen wir nicht, weiß das Ordnungsamt nicht, weiß die Berliner Polizei mittlerweile auch nicht mehr. Auf diese Punkthochhäuser, da trifft alles, was wir kennen, unter Broken Windows Theory und so weiter. Oder auch selbst Culture of Poverty Ansätze, die ließen sich teilweise dort durchaus auch mal nachzeichnen. Aber wie gesagt, man geht 200 Meter weiter um die nächste Ecke und da ist das nächste Bauprojekt. Und da frage ich mich immer, vielleicht muss man dann noch mal ein bisschen kleinteiliger auch gucken. Also was ist jetzt sozusagen... Geht es um die soziale Mischung im Quartier oder muss es immer in den Häusern auch alles sozial gemischt sein? Oder gibt es irgendwie sozusagen eine, darunter geht es nicht mehr, aber darüber noch? Also das ist so ein bisschen schwierig. Aber ich will noch mal auf einen Punkt hinaus. Also diese ganzen Diskussionen ändern ja nichts daran, dass sich die Lebenssituation der Individuen nicht verändern, also nicht verbessern kann, wenn sozusagen nur diskutiert wird. Also es gehen, wie viele Generationen von Kindern verlassen die Grundschule, ohne dass da was passiert ist? Und das ist, finde ich, das geht nicht. Also das sind wir den Kindern schuldig und vor allen Dingen sind wir es ihnen ja auch schuldig, auch unter dem Versprechen, ja, also dieses Staates, würde ich mal sagen, da geht es um Demokratisierung auch der Lebenschancen. Und es kann einfach nicht sein, es gibt sozusagen eine Form der Polarisierung, dass auch die Bewohner des Falken, ein Teil der Bewohner des Falkenhagener Feldes wissen ja gar nicht, wie das Leben in anderen Quartieren in Berlin ist. Wenn die das wüssten, weil sie sind ja auch teilweise sehr zufrieden, ne? Das ist ja nicht so, dass alle unfreiwillig und ungern im Falkenhagener Feld wohnen. Es ist grün, man ist schnell draußen, es gibt viel Grün, ja, und aber wenn man das sozusagen vergleicht und den Vergleich hat, also diesen Vergleich kann nur machen, wer von außen kommt, ja, oder wer in Berlin unterwegs ist, der hat diesen Vergleich. Und ich finde, es fällt zu sehr auseinander. Es kann nicht sein, dass für knapp 40.000 Menschen zwei Kinderärzte da sind. Das geht nicht. Wenn ich aus der Haustür komme, habe ich die Auswahl fußläufig von 5 Kinderärzten. Warum? Ja, das nächste ist so mit Freizeitangeboten, auch für Kinder, genau das Gleiche. Und da geht es, also das finde ich, ist ein ganz starker Punkt, den man vielleicht auch nochmal als Versprechen auch unseres Staates auch machen soll. Weil letztendlich, wenn sich das verschärft, kann das auch den sozialen Frieden auf jeden Fall gefährden. Also ich finde, diese Gefahr wächst ja zunehmend in dem Sinne, wie das stärker sich polarisiert. Und das muss doch verhindert werden. Ja. Und deswegen würde ich auch diesem Ansatz vielleicht auch von Matthias Bern zustimmen, also soziale Mischung bitte in der Innenstadt. Ja, also wirklich jetzt mal die Rückwärtsrolle. Also und am Stadtrand brauchen wir eigentlich einen anderen Ansatz. Da müssen wir akut helfen. Also ein Beispiel, wir haben steigende Betriebskosten, wir haben steigende Inflationsraten. Also es ploppt ja ein neues Thema auch auf und dieses Problem heißt Hunger. Also wer kann sich das denn vorstellen, ja? Also dass wir eine Hungerproblematik bekommen und dass Ärzte fordern, Allgemeinmediziner fordern, bitte schafft Suppenküchen. Ja, also das, macht euch das mal was. Dieses Problem gibt es, ne? Also bis das wieder sozusagen in diese ganze Planungsprozesse eingespeist werden kann, dauert wieder, aber die Zeit haben wir gar nicht, finde ich. Also wir haben die bei diesem Problem noch weniger, aber auch wenn es darum geht, Kinder Lebenschancen zu gewährleisten, haben wir die Zeit auch nicht. Und ich finde das ungerecht. Also es ist ein Gerechtigkeitsproblem. Und das ist nicht, ist jetzt gerecht, ob ich hier oder da wohne, sondern nee, wenn der da dort, egal wo man wohnt, soll die gleichen Chancen haben für den Bildungsaufstieg. Ja. Vielen Dank. Ich wäre da was anzuknüpfen, ich würde trotzdem gerne an einer Stelle mal nachhaken. Also sowohl bei dem, was Frau Engel als auch bei Frau Böhm. Also ihr habt beide in so einem Nebensätzen quasi gesagt, man müsste, ich
Du hast gesagt, in der Heideck-Siedlung, da wurde eine Zeit lang gar nicht mehr geguckt, wer da überhaupt wohnt. Ne? Du hast gesagt, man müsste viel kleinteiliger gucken, wo man eine soziale Mischung hinkriegen soll, wo jetzt wer zuziehen muss. Ich habe mich gefragt, wie soll man das eigentlich genau machen? Also ich verstehe, wenn man aus der Alltagserfahrung sagt, okay, es gibt hier Bewohner, die länger im Gebiet wohnen, die eine lange Bindung haben, die vielleicht auch einen Bildungshintergrund haben und mit denen kann ich was machen. Die tauchen in den Mieterbeiräten auf, mit denen kann man irgendwie reden, die engagieren sich. Ja, ne? Aber wie stelle ich mir vor, ich habe eine Wohnung zu vergeben? Ja, ich wäre jetzt die GESO-Bauherr. Und dann soll ich sicherstellen, dass in die Wohnungsvergabe, dass ich da nicht irgendein statistisches Merkmal reinkriege, sondern ein Bewohner, der sich engagiert und der genau das alles nachweist. Ja? Das kann ich ja nicht alleine über Migrationsstatus, über Transferstatus oder irgend sowas steuern. Ich weiß ja wirklich nicht, wen ich da wie kriege. Also wie soll denn das passieren? Und dann frage ich mich auch, ob wir, wenn wir sozusagen uns darüber beklagen, dass diese Strukturen, die man vor Ort macht und die Angebote an Beteiligung, an sozialen Unterstützungseinrichtungen, dass die sehr ungleich genutzt werden. Also ob wir dann nicht viel mehr darüber nachdenken müssen, wie wir Zugangshürden abbauen und wie wir die mehr nutzbar machen für Leute, die es eben nicht so leicht haben. Also ich bin ja wahrscheinlich, glaube ich, ja, ich will das auch gar nicht als Vorwurf sagen. Ich denke nur, also wenn ich mich nicht in einem Mieterbeirat engagiere, dann will ich auch nicht, aber ich wäre wahrscheinlich ein ziemlich leichter Fall. Jetzt, dann kommen wir mal. Es bleiben mir jetzt weitere Fragen auf dem Podium. Wenn Sie gestatten, würde ich jetzt gerne auch noch mal schauen, was im Chat ist. Wir hatten ja auch versprochen, dass wir unsere Gäste einbeziehen. Also wir haben bislang keine konkreten Fragen, allerdings viele Anmerkungen. Beispielsweise von Gunnar Zerowski. Es fehlt an Wohnraum, vor allem für Menschen mit geringen Einkommen. Daher ist die Belegungsbindung abzusenken besonders schwer zu vermitteln bzw. falsch. Dann schreibt Anne Volkmann, soziale Mischung verhindern versus soziale Mischung herstellen. Erstes kann sehr sinnvoll sein, im Sinne eines Erhalts von diversen Infrastrukturen, Quartiersbindung etc. Versus zweites wird in der Regel durch Zuwachsbegrenzung, Verdrängung von Armutshaushalten realisiert, in der Hoffnung auf positive Effekte, die aber wissenschaftlich kaum evident sind. Und dann haben wir noch eine dritte Anmerkung von Remzi Uyguna. Nachbarschaftskonflikte entstehen zumindest auch deswegen, weil die Alteingesessenen prinzipiell nicht mit etwas Neuem, / anderem leben wollen. Genau. Und dann haben wir noch eine Anmerkung von Madeleine Pilz. Worin besteht das Besondere beziehungsweise andere der Nachbarschaftskonflikte in Quartieren? Was ist an diesen Konflikten anders als in Innenstadtquartieren, dass diese als Marker für Problemviertel angeführt wurden? Vielleicht die letzte Frage, um einzusteigen. Vielleicht kann ich einen Vorschlag machen. Also Remzi Uyguna beschäftigt sich ja seit langem noch beruflich mit Fragen der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Wenn ich darf, dann würde ich einfach einen Vorschlag machen. Vielleicht kann Herr Uyguna zu der Frage, die er aufgeschrieben hat, einfach noch mal 2, 3 Sätze sagen, weil das, glaube ich, ja auch ein Thema ist, was immer in der Diskussion ist. Wenn das jetzt okay wäre. Okay. Ja, also für das Publikum, sehr gerne, weil das hat sich so ein bisschen angehört in der Diskussion, gerade in den bezogen auf die Großsiedlungen. Das kommen jetzt neue Leute. Ich nehme das mal, ich sag mal das zugespitzt offen. Arabische Haushalte aus Innenstädten und aus Innenstadträumen und in Großsiedlungen, und es beginnt gleich Nachbarschaftskonflikte. Das hat sich bei mir so ein bisschen in der Diskussion so angehört, deswegen habe ich diese Anmerkung dazu geschrieben. Aus unserer Sicht, aus unserer Beratung, aus Vermieten, Verwohnen, Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, ist es überwiegend so, dass die
Neuen dort, aus welchem Grund auch immer, nicht akzeptiert werden. Ich sage einfach so, dass wir leben in Berlin, wir müssen damit, was heißt wir müssen, sondern das ist normal, dass auch vielleicht im Treppenhaus vietnamesisch riecht, so, und nicht immer nicht immer nach Sauerkraut und Gulasch und so ähnlich. So, und in dem Moment, wenn die Nachbarschaft aufsteht und sagt, oh, das stinkt aber hier zur Hölle, das ist der Grund aus meiner Sicht zu Nachbarschaftskonflikt. Das wollte ich hier einwerfen und in diesem Komplex. Deswegen habe ich diese Anmerkungsstatement dazu geschrieben. Herr Westphal, Sie hatten sich dazu jetzt noch gemeldet. Antwort? Also ich hatte zur Vorbereitung dieser Podiumsdiskussion mich mit Mitarbeitern zusammengesetzt und dann eben nachgefragt, was denken diese zum Thema soziale Mischung. Und da kam sehr schnell das Thema Nachbarschaftskonflikt auf. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob mit Migrationshintergrund oder ohne, sondern das war mehr so das Thema, wir haben eine Zunahme von vielen Mietern mit psychischen Erkrankungen. Wir haben weniger Toleranz zwischen Älteren und Kinderlärm dann. Und das ist deswegen sehr stark jetzt in den letzten 2 Jahren aufgenommen worden, weil wir ja im Rahmen der Corona-Pandemie haben wir keine fristlosen Gründe bzw. Räumungen dann durchgeführt wegen Zahlungsrückständen. Das Einzige, was durchgeführt wurde, war, wo es Nachbarschaftskonflikte mit Gewaltandrohungen gab und so weiter. Und das, was wir wahrnehmen, ist, dass es bestimmte Mitarbeiter gibt, die einen bestimmten Bestand, und der ist meistens regional bezogen. Da sind eine Häufung von solchen Fällen, und das sind eher in Großwohnsiedlungen, diese Häufung dieser Fälle. Also nichts mit Migrationshintergrund zu tun hat. Okay, ich denke, damit ist auch die Frage von Madeleine Pilz vielleicht beantwortet. Ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass wir einige Anmerkungen hatten und 2 Hauptfragen. Genau. Ich kann sonst auch nochmal die von Madeleine Pilz vorlesen. Ja. Worin besteht das Besondere bzw. andere der Nachbarschaftskonflikte in den Quartieren? Was ist an diesen Konflikten anders als in Innenstadtquartieren, dass diese als Marker für Problemviertel hier angeführt wurden? Ich könnte das jetzt, wir sind ja auch in der Arbeitsgruppe zusammen, Vermieten, Verwohnen, immer wieder. Ich habe ja heute auch gerade die neuen Hefte bekommen, Diskriminierung, die ich natürlich verteile. Das war in den Anfangsjahren, als der Wandel so begonnen hat, da war das schon ein Thema. Ne? Da war das, der ist laut, im Grunde genommen war es dann aber doch eher, wo kommt der denn her, was macht denn der hier, der muss sich hier integrieren. Also solche Konflikte hatten wir. Mittlerweile ist das auch eher genauso, wie Herr Westphal das sagt. Aber es gibt auch Beispiele, wenn wir Aufkäufe machen. Hatten wir auch vor ein paar Jahren. Da haben wir mal einen großen Bestand aufgekauft. Der war sehr alt, also mit einer sehr alten Mieterschaft. Die haben wahrscheinlich früher immer selber bestimmt mit dem Privaten, wer da einziehen darf in der Nachbarschaft. Und da gab es schon solche Konflikte. Und ich will auch noch mal in dem Zuge auf die Frage von dir eingehen oder auf die Anmerkung. Ich sage immer, ich muss irgendwo wohnen wollen und nicht müssen. So, und das kann jemanden betreffen, der neu dazu kommt, das kann aber auch jemanden betreffen, der schon lange da wohnt. Also er soll da wohnen wollen und dann ist er auch eher in der Lage zu sagen, ich engagiere mich hier mal. Das ist keine Bedingung, überhaupt nicht, aber so ein bisschen Energie muss da sein, damit man eben auch andocken kann. Und das ist ja auch eine Hausaufgabe, die wir seit vielen Jahren machen. Ne, das gehört ja auch dazu. Das ist ja etwas, wir beschäftigen uns in Projekten wie PART, wie können wir Diversität in der Beteiligung erhöhen. So bei uns gibt es ein riesen Integrationsbudget. Wir schicken unsere Mitarbeiter in Einrichtungen, damit die kennenlernen, wie die Lebenswelt von Menschen, egal welcher Couleur, aussieht, Kinder im Kinderschutz, bei Senioren. Das ist uns, also das ist so etwas, was wir natürlich auch als Reaktion machen und nicht einfach uns hinsetzen, wir brauchen hier eine andere Mischung, weil wir sind genau das, was du vorhin beschrieben hast in deinem Vortrag, davon ist ja, das ist uns ja auch bewusst, ja. Aber nochmal, ne, also du könntest gerne zu uns ziehen, auch wenn du nicht gleich Mieter, Beirat werden möchtest, da müsstest du sowieso schon ein bisschen wohnen. Aber andererseits, die Politik fordert das.
Und natürlich guckt die Politik auch darauf, dass diese Beteiligungsgremien auch die Diversität abbilden. Und dann muss man auch wieder wissen, mit welchen Milieus haben wir es in den einzelnen Quartieren zu tun. Wenn jemand ankommt, dann kann ich nicht von dem erwarten, wenn der wirklich im Existenzsicherungsmodus ist, dass der sich da engagiert, dass der in die Schule geht, da Kuchen backt. So, das weiß ich, ne? Aber Angebote schaffen, genau. Gibt es weitere Antworten noch aus dem Podium zu dem, was eben gefragt und gesagt wurde im Chat? Und gibt es auch noch weitere Fragen im Chat? Wer dann? Bitte noch eine. Ja. Es war ja auch die Bemerkung gefallen, dass sozusagen Absenkung der Belegungsbindung der falsche Weg wäre, weil damit sozusagen die ärmeren Haushalte einen schwereren Zugang haben. Ich fordere überhaupt nicht eine Absenkung der Belegungsbindung. Wir haben in Berlin die Situation, dass wir seit 2005 keine Anhebung der Einkommensgrenzen haben und damit fallen automatisch jedes Jahr immer mehr Leute aus der Möglichkeit aus, ein BWS zu bekommen. Und das heißt automatisch sozusagen, dass immer mehr Leute sozusagen, die nur ein geringeres Einkommen haben, sozusagen darüber in diesen Wohnungen die Chance haben, in diesen Wohnungen zu bekommen. Und wir sehen es ja jetzt wirklich andersrum mittlerweile. Ich denke, das ist bei euch genauso. Wir kriegen Bittbriefe von Feuerwehr, ja, Polizei, vom Lehrschulamt und so weiter, ob wir nicht Wohnungen für die Lehrer, Polizisten und Feuerwehrleute zur Verfügung stellen können. Unser Problem ist mittlerweile, ich will es mal überspitzt hier formulieren, dass wir nicht mehr die Ärmeren diskriminieren, sondern eigentlich genau diese Bevölkerungsgruppe, die knapp über den Einkommensgrenzen liegt, weil die kaum noch einen Zugang und eine Chance hat, eine Wohnung zu bekommen. Das ist unser Problem. Direkt. Du hast ja gesagt, das ist zuspitzt. Ich finde diese Zuspitzung wirklich nicht richtig. Okay. Weil quasi alle Statistiken, alle Untersuchungen zeigen ziemlich klar, dass gerade die ärmsten Haushalte die größte Mietbelastung haben, die größte Schwierigkeit, eine Wohnung zu finden. Das soll nicht die Schwierigkeiten von Leuten, die kurz oberhalb der BBS-Grenze liegen, kleinreden. Ja? Aber es ist einfach so, wir haben eine extreme Notsituation in Berlin, wir haben einen sehr angespannten Wohnungsmarkt. Wir haben wahrscheinlich, ich meine, ihr kennt das aus eurer Tätigkeit besser, aber für jede Wohnung, die frei wird, 10 oder 20 Bewerber, die passen, ja, oder mehr. Noch eine Null ran. Ja, eben. Ne? So, und dann in der Situation zu sagen, also in der Situation denke ich, also da kommt doch das Problem her. Und da kommt her, dass gesagt wird, die Leute, die es am allerschwersten haben, woanders eine Wohnung zu kriegen, die auf dem privaten Wohnungsmarkt nicht nur mit überzogenen Preisen zu tun haben, sondern auch nochmal diskriminiert werden, weil sie zum Beispiel aus dem Knast kommen, weil sie Migrationshintergrund haben und. Für die sind die landeseigenen Wohnungsunternehmen verstärkt verantwortlich. Ich weiß, dass das dazu führt, da hatten wir heute schon darüber geredet, dass eine Menge Lasten bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen abgeladen werden und da die Bestände von landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin ungleich verteilt sind, in den entsprechenden Vierteln. Da stimme ich zu. Ich denke, nur der falsche Weg ist es, dort sozusagen den Zugang implizit einzuschränken. Und implizit ist es doch das, was... Die Einkommensgrenzen anzuheben, das sage ich doch. Wenn ich die Einkommensgrenzen... Dann wieder in breite Schichten der Bevölkerung, die eine Grundlage für die BBS ursprünglich war. Naja, aber wenn du dann nicht gleichzeitig dafür sorgst, dass irgendwie die Anteile von Vermietungen an besondere Bedarfsgruppen angehoben werden, dann heißt das doch implizit, dass besondere Bedarfsgruppen leichter durchs Raster fallen. Oder wie willst du das sonst sicherstellen? Ist doch irgendwie... Ich glaube, in der Diskussion hat mal einer gesagt, wenn der Kuchen zu klein ist, dann ist es auch keine Lösung, immer mehr Leute zur Party einzuladen. Aber da geht doch da liegt doch das Kernproblem. Und wenn ich jetzt Leute zur Party einlade, die sich um Kuchen kloppen, um in der Metapher zu bleiben, dann muss ich doch dafür sorgen, dass die, die es am schwersten haben, sich in der Schlange nach vorne zu drängeln, nochmal einen besonderen Schutz kriegen. Ich würde das auch stark machen. Also das ist sozusagen, also wenn man sich die Gruppe der einkommensärmsten Haushalte hier in Berlin anguckt, sozusagen Wohnungsnöte der Mittelschicht, ein Luxusproblem. Also wenn man es auch jetzt mal zugespitzt gesagt, weil ja diese Gruppe wohnt sozusagen überbelegt in zu kleinen Wohnungen, die oftmals einen schwierigen baulichen Zustand haben, mit alten Elektroleitungen, nicht mehr reparierbaren Sicherungskästen, weil die von, weiß nicht, 40 Jahre alt sind, 50 Jahre, die Fenster fast hinausfallen, die Familien sozusagen eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt sind, irgendwie diese Familien zu managen unter der Rahmenbedingung Geldnot, Jugendamt, die Schulsozialarbeiter und was wäre die Kita jetzt noch oder auch nicht oder kriege ich überhaupt einen Kita-Platz? Also und dann noch dieses, was ich vorhin angesprochen habe, wirklich auch das Problem der Versorgung mit grundlegenden Dingen, ja, also Nahrung, Kleidung, Wohnen und da würde ich sagen, wenn wir das jetzt verschieben,
Also ne, die Mittelschichten, klar, ist das ein Problem für die. Die können sich nicht mehr bewegen. Also die sind auch, also sind nicht mehr mobil. Aber das ist ja eine Gruppe, die ist schon seit Jahren nicht mobil. Und ich finde, wir sollten eigentlich eher so diese Einkommensschichten mehr in den Vordergrund rücken, weil ich finde, wir können uns das nicht leisten, dass diese Gruppe auch noch immer noch mehr sich verschlechternde Lebensbedingungen hat. Also irgendwo ist so ein Minimum, da finde ich, da geht es nicht mehr drunter. Aber wir sehen ja, dass das noch geht. Ja? Und deswegen würde ich sagen, dass man kann das nicht sagen. Also hier sitzt auch niemand, kein Vertreter einer sozusagen eines NGOs aus dieser Einkommensgruppe. Ne? Hier sitzt auch niemand aus einer Migrantenorganisation. Und deswegen finde ich, kann man da, also mit Forderungsstellen würde ich jetzt sagen, ist schwierig. Und ich mache mich ja jetzt schon zum Sprecher von einer Gruppe, der ich nicht angehöre. Und aber die darf man einfach nicht vergessen und die Gruppe wächst an. Ja? Und die konzentriert sich natürlich in bestimmten Wohnquartieren. Umso mehr sollte man ihnen Gehör verschaffen. Ja. Dafür gibt es, weil du vorhin gesagt hast, wie lässt sich das eigentlich managen, also von den Wohnungsbauunternehmen. Also wir haben, glaube ich, mittlerweile in fast jeder Bezirksregion in Berlin Stadtteilkoordination. Was ist deren Aufgabe? Deren Aufgabe, also neben den 32 Quartiersmanagement-Teams und den Quartiersmanagement-Teams sind teilweise in den Wohnungsbauunternehmen, den kommunalen. Also die erheben ja die ganze Zeit Daten. Die sind ja Experten für die einzelnen Quartiere. Also warum kann da nicht in Regionen, wo der größte, also wo der meiste Wohnungsbestand eigentlich in den Händen großer Wohnungsbauunternehmen liegt, warum kann man da nicht runde Tische organisieren? Wir stellen ja auch im Falkenhagener Feld fest, dass sogar die Vonovia, die Deutsche Wohnen, sind ja durchaus bereit, sich damit ranzusetzen. Also es ist ja nicht so, dass die jegliche, also auf dieser regionalen, kleinteiligen Ebene jegliche Kooperation oder sich nicht dafür interessieren. Es sind auch starke Player, wenn es darum geht, soziale Projekte zu fördern. Aber das ne, also das denke ich mir, vielleicht aus dem Quartier herausgedacht, ist manchmal besser. Und dafür haben wir ja sozusagen auf allen Ebenen diese Institutionen. Also das muss doch nur genutzt werden und in Wert gebracht werden. Okay, vielen Dank. Ja. Herr Westphal, ich habe mich auch gemeldet. Wir beschäftigen uns auch damit, wie können wir für diejenigen, die den Beruf der Daseinsvorsorge haben, wie können wir für die ausreichend Wohnraum bereitstellen? Weil, also wenn es, wir haben knappes Gut, dann wir haben mehr Nachfrage als Angebot. Und bei Feuerwehrleuten ist es so, die meisten sind ja eher ehrenamtliche Feuerwehrleute, nicht hauptamtlich. Und es ist immer gut, wenn der Feuerwehrmann dort wohnt, wo auch das Feuer ausbricht und gelöscht werden muss und nicht, dass er eine halbe Stunde erstmal hinfahren muss. Und deswegen schließen wir direkt Kooperationsverträge ab, und zwar mit Feuerwehrleuten, mit dem Klinikum, wo die Krankenhäuser drin sind, um diese Berufe der Daseinsvorsorge, die oberhalb dieser Einkommensgrenze sich bewegen, die auch mit Wohnraum versorgen zu können. Das beginnt jetzt erst, aber das wird ein zunehmendes Thema. Also in München ist es ja unter dem Aspekt Werkswohnungsbestände für die Kommune da schon ein größeres Thema. Das ganze Feld, das einkommensbezogen zu diskutieren, ist ein sehr spannendes Feld. Und da hätte ich auch eine Frage an die Wissenschaft oder eine Forderung. Und zwar, also wir können wenig mit Einkommensdaten arbeiten. Wir wissen immer nur, wie das Einkommen eines Mieters ist, wenn er einzieht. Und dann wissen wir auch tendenziell, ob es eine Person ist oder zwei, aber eigentlich dann darüber hinaus nichts. Und momentan wird so viel über Mietbelastungsquoten diskutiert. Was wir aber sehen, ist, dass eben die Zahl der Ein-Personen-Haushalte enorm zugenommen hat. Und das sind eben in der Regel diejenigen mit den geringsten Einkommen, weil es nur ein Einkommensbezieher ist und nicht eben anderthalb oder zwei. Und zum Beispiel in Schlaz, in einem Plattenbaugebiet, haben wir 63% Ein-Personen-Haushalte. Wir haben 25% Einraumwohnung, 25% Zweiraumwohnung und dann sind es Dreiraumwohnung. Und das heißt, das Thema Mietbelastungsquote ist in dem Wohngebiet stark davon beeinflusst, dass wir sehr viele Ein-Personen-Haushalte haben. Und zwar dort, wo früher zwei oder drei Personen drin wohnen. Und diverse Instrumente und Themen und auch politische Antworten müssen wir viel stärker eigentlich diskutieren unter der Betrachtung, welche Haushaltstypen haben wir. Das muss viel stärker differenziert werden, denn so diese pauschalen Berufe, die gehen da weiter. Also André Holm, der in Berlin auch sehr viele Themen auch mit der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit auch mitgearbeitet hat, der hat letztes Jahr eine Studie mit der Böckler Stiftung rausgebracht. Und da kommt, es sind in Anlagen, das ist gar nicht richtig erwähnt worden, durch die Presse überhaupt nicht aufgegriffen, dass in allen Einkommensgruppen, egal ob die niedrigen oder die höheren, in den Jahren, glaube ich, so ab 2012 die Mietbelastung abgenommen hat. Da gibt es einen Zeitungsartikel zu, aber es gibt 99 andere Zeitungsartikel. Und dann, aber dass die Mietbelastungsquote abgenommen hat, das passt eigentlich gar nicht so in die Diskussionen dann dort mit rein. Das heißt aber, wenn wir Instrumente brauchen, müssen wir viel stärker nach einzelnen
Haushaltstypen dann da vorgehen, weil zum Beispiel Familien, ja, wo wir auch für 6 Personen und mehr haben wir kaum geeignete Wohnungen. Der Plattenbau hat dafür gar keine Wohnungstypen damals zu DDR-Zeiten vorgesehen. Aber da ist die Mietbelastungsquote häufig gar nicht so hoch, weil eben durch Kindergeld und Personen und es wohnen viele Personen in einer Wohnung, die Mietbelastungsquote geringer. Wenn ein Personenhaushalten, weil der Partner ausgezogen ist, eine 3-Zimmer-Wohnung bewohnt wird. Und da hätte ich eben einen Wunsch an die Wissenschaft, auch den Aspekt Suffizienz, ja, viel stärker zu untersuchen nach Haushaltstypen und den entsprechenden Einkommensgruppen. Und geeignetere Instrumente schaffen kann, als einfach pauschal 30% des Einkommens oder andere Themen dazu definieren, weil das sind nicht die geeigneten Instrumente. Okay, eine klare Ansage an die Wissenschaft. Was wäre denn, Susan Engel, die klare Forderung oder der klare Wunsch an die Forschung, an die Wissenschaft? Also es geht ja ganz am Anfang um die Zugänglichkeit von Daten. Und genau, und die erste Folie von Matthias Berndt wurde ja auch dankbar zitiert. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz. Und dann frage ich mich, von welchen Daten, um welche Daten geht es denn? Geht es um statistische Daten oder geht es um was geht's? Ich erinnere mich an so eine Studie von Andreas Fawig vor ein paar Jahren. Die haben wirklich mit einer sehr, sehr schönen qualitativen Studie in einem Armutsquartier in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, an die ich mich leider nicht mehr erinnern kann, einmal herausgestellt, und die haben wirklich Interviews geführt, qualitative Interviews, um mal die Lebensrealität der dort lebenden Menschen zu zeigen und aufzuzeigen und zu analysieren. Und diese Studie, also ich habe die nicht vergessen, weil sie vor allen Dingen eins aufgezeigt hat, nämlich, dass man in diesen Quartieren aufgrund von informellen Unterstützungsnetzwerken überlebt und auch nur deswegen gut überleben kann. Und informelle Netzwerke sind gut, können vielleicht auch unterstützt werden durch Quartiersmanagements, die Wohnungsbauunternehmen, was weiß ich. Und sie zeigen vor allen Dingen auf, wie sozusagen das Leben vor Ort ist. Und ich glaube, auch aus der Logik der Quartiersmanagementarbeit heraus, also wir sitzen ja jetzt hier nicht am Schreibtisch und denken uns für ein Quartier irgendwas Tolles aus. Also das wäre... Wir versuchen es ja sozusagen bottom-up, das heißt, alle Ideen kommen doch aus dem Kiez. Die Bewohner des Kiezes, der Quartiere, sind doch ihre eigenen Experten ihres Quartiers. Und ich glaube, solche Prozesse auch zu stärken, auch vielleicht durch die Wissenschaft mal zu stärken, also im Sinne von, wie heißt es, Community Science oder was, das würde ich gut finden, ja, weil also es ist immer der Blick von außen, aber wie gesagt, die Experten leben vor Ort und die gilt es zu fragen und die, da, glaube ich, gibt es einige Überraschungen auch noch für die Wissenschaft. Und dieses Fixieren auf Daten, die dann in den Raum gespreizt werden, ja, was sowieso blinde Flecken dann ergibt, ja, in jeglicher Kategorie, bringt uns seit Jahren ja nicht weiter, würde ich mal sagen. Ja, also deswegen auch ein Votum und ein Starkmachen für die qualitative Forschung im Quartier und die Einbindung der Bewohner. Danke. Wie würden Sie das sehen? Was brauchen Sie von der Wissenschaft? Mir hat eine andere Studie eingefallen, 2000, noch bei Herrn Häusermann, bei Professor Hartmut Häusermann. Die hat nämlich über die Gefahren von informellen Netzwerken diskutiert. Unterstützung ja, aber auf lange Sicht verhindert informelles Netzwerken auf Dauer eben auch Aufstieg und verhindert auch Mobilität. War eine sehr interessante Studie, da ging es um unterschiedliche Plattenbaugebiete, Plattenbau Ost, ne, in Erfurt Nord, sehr, sehr, sehr gut. Und da habe ich gerade angefangen in der Wohnungswirtschaft und habe immer dann, wenn ich ins Quartier gegangen bin, habe ich immer gedacht, wenn hier irgendwas entsteht in einem Quartier, das sowieso so ein bisschen schon auch von der gesamten Bewohnerschaft, es ist ja nicht nur so, dass die einen immer sagen, es mischt sich, die anderen finden das ja auch extrem, also auch die Neuzuziehenden. Und wenn dann irgendwo so ein informeller Treffpunkt war und dann haben wir immer geguckt, gibt es irgendwo Räume, wo wir was Formales mit dem Kooperationspartner einrichten können, dass wir doch zumindest immer noch einen Ausweg schaffen? Also ich habe erstmal keinen Wunsch an die Wissenschaft, weil ich nämlich eher die Erfahrung mache, dass unsere Quartiere überbeforscht sind, dass die Leute nicht mehr können, dass sie die Nase voll haben. Immer mit Ergebnis offen, dann werden sie befragt, dann werden sie nochmal befragt, jeder kommt. Also letztens hatten wir eine Anfrage aus Heidelberg, Studiengruppe XY mit der Professorin ab ins Märkische Viertel. Das ist hier eben auch, ne, schön entmischt, kann man schön viel lernen. Also so war auch der Text. Aber ich glaube, wir haben ja heute auch ein bisschen, also wir reiten ja auf unterschiedlichen
Themen. Wir kauen ja auch an unterschiedlichen Knochen. Und das weiter zu vertiefen und auch Möglichkeiten zu eröffnen für uns. Warum könnten bestimmte Dinge wie Eigentum schaffen, horizontaler, vertikaler Aufstieg in den Quartieren, wie funktioniert das eigentlich? Auch um Instrumente zu kriegen, wenn die Politik muss, weil du hast das vorhin auch gesagt, wir Bewohner sind oft dazu nicht in der Lage, die nehmen das hin. Aber es muss irgendjemand geben, der erstmal kommt, auch aus dem Quartier ist und sagt, wir machen hier was. Wir machen also erstmal keine Forschung. Doch, wir gehen unbedingt weiter. Aber so viel, Befragung nicht, genau. Sehen Sie es? Nee, ich hatte mir wirklich aufgeschrieben hier eigentlich das gleiche Thema, dass es, wie ich glaube, sozusagen von Sicht der Forschung notwendig ist, mehr Empirie sozusagen vor Ort einfach zu machen, mit den Leuten zu reden, um herauszubekommen sozusagen, wie sich sowohl die vorhandene Bevölkerung dort fühlt, damit man auch ein bisschen Empathie sozusagen für die Bewohner dort bekommt, als auch sozusagen für die neuen Zugezogenen. Und da brauchen wir einfach mehr Empirie. Wir reden hier auch so ein bisschen aus dem, ich will jetzt nicht despektierlich meinen, Matthias, aus einem akademischen Stübchen heraus. Nicht? Und da fehlt mir sozusagen dann auch so die Empirie, die wir vor Ort uns schaffen lassen. Darf ich Frau Münch noch mal fragen, was wünschen Sie sich denn von der Praxis, von der Wohnungswirtschaft, vom Quartiersmanagement? Also ich wünsche mir, wobei ich das Gefühl habe, dass es in den letzten Jahren tatsächlich schon so ein bisschen besser geworden ist. Ich wünsche mir eine stärkere Auseinandersetzung und vielleicht auch Beforschung und Sensibilität für Diskriminierung am Wohnungsmarkt, wobei ich da schon irgendwie positiv optimistisch bin. Vielleicht nochmal, um auf die letzten Argumente einzugehen, was kann die Forschung tun? Ich glaube, das Problem ist ja, also so sehr ich auch für qualitative Forschung bin persönlich, das, was eben genannt wurde, sowas wie Wohnzufriedenheit oder so, das ist ja auch schon beforscht worden von Gestring und Polat mit dem vielleicht überraschenden Befund, dass in westdeutschen Großwohnsiedlungen zum Teil die Zufriedenheit eigentlich relativ hoch war. Ich glaube, damals in Hannover auch. Ich glaube, dass wir einfach so sehr viele Themen durcheinander werfen, wenn es irgendwie um Zufriedenheit, Engagement, aber dann eben auch diese soziale Abgehängtheit betrifft, die wir wahrscheinlich tatsächlich nicht auf Ebene des Quartiers lösen können. Also wenn es irgendwie schlechte Schulen gibt, was Matthias Berndt schon genannt hat, oder nicht hinreichend ausgestattete Schulen, wenn es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt und so weiter. Da sind vielleicht unsere Hoffnungen darauf, dass wir das über das Quartier lösen können, vielleicht auch einfach ein bisschen zu hoch. Hey, vielen Dank, liebe Frau Münch. Magst du auch noch? Ja, gerne. Ergänzen und vielleicht auch zusammenfassen ein bisschen. Wir haben auch noch zwei Fragen im Chat. Ja, die nehmen wir dann auch noch. Also ich würde als erstes sagen, viele Sachen, die jetzt gesagt wurden, sind direkt an die offene Tür. Nein. Ja. Also ich stimme total zu. Was wir jetzt wahrscheinlich nicht brauchen, ist die 143. Studie, die uns sagt, wir haben eine wachsende Konzentration von Leuten, die ALG2 beziehen und von Leuten mit Migrationshintergrund. Das wissen wir, das ist klar. Was wir nicht wissen, ist in vielen Punkten, was das konkret vor Ort heißt und warum es so schwer ist, damit umzugehen. Daher, was mir sehr am Herzen läge, ja, wäre mehr eine Forschung zu den Steuerungs- und Umsetzungsproblemen, die wir vor Ort haben. Also warum ist es so schwer, in den Schulen einen besseren Weg zu finden, eine bessere Ressourcenausstattung hinzukriegen? Welche Zugangshürden sind vor Ort aus der Sicht von den Bewohnern, aus der Sicht gerade von benachteiligten BewohnerInnen, für den Zugang zu Infrastrukturhürden da und Infrastrukturen da, zu Beteiligungsangeboten? Also warum wird das, was man anbietet und macht und guten Herzens macht, nicht von allen so angenommen? Wie können wir das besser verstehen aus der Perspektive der Leute? Was ist das Problem von zum Beispiel Projekten, die vor Ort angestoßen werden und alle zwei Jahre sich irgendwie um eine neue Finanzierung kümmern müssen? Warum führt da kein Weg ran? Ja, und da denke ich, also wenn wir an diesen ganzen Ecken weiter arbeiten würden, würden wir wahrscheinlich nicht nur mehr Wissen, sondern auch mehr Handlungswissen irgendwie generieren. Insofern, ich stimme total zu. Es gibt eine Menge Knochen, die wir haben, an denen wir weiter nagen müssen.
Und die wir nicht immer durcheinander werfen müssen, aber ich glaube, da ist zumindest für uns als Wissenschaftler genug da zum Nagen. Und last not least wollte ich sagen, also diese Perspektive, dass man sehr konkret auf unterschiedliche Haushaltstypen und auf die konkreten Viertel gucken muss, die liegt mir auch sehr nahe. Also was wir jetzt gerade machen, ist ja wirklich ein Projekt, wo wir in Halle-Neustadt, in Schwerin auf dem Dresch und in Cottbus-Sandow sehr konkret in den Vierteln unterwegs sind und sowohl mit unterschiedlichen BewohnerInnengruppen reden, als auch mit unterschiedlichen Akteuren, die vor Ort da sind. Und also vieles von dem, was Sie gesagt haben, habe ich gedacht, das wundert mich nicht. Das ist eben so typisch Großwohnsiedlung Ost. Ich habe eine ältere Bewohnerschaft, die mehr Ruhebedürfnisse hat. Jetzt habe ich ganz andere neue Bewohner. Also so, und das ist eine andere Konstellation als, sagen wir, in einer innerstädtischen Sozialwohnungssiedlung in Dortmund. Ja. Und daher, ich bin sehr, sehr stark für spezifischeres Hingucken, auch für qualitative Studien und auch für kontextsensible Forschung. Und was ich mir wünschen würde, ist eigentlich quasi an die Praxis, dass wir viel mehr und intensivere Runden, so wie die heute hätten, wo man überhaupt erstmal versuchen kann zu verstehen, was sind die ganzen Knochen, an denen wir weiter nagen müssen, und dann nachdenken kann, was denn das heißt, sowohl wissenschaftlich, also was können wir beitragen, um diese Knochen besser nagbar zu machen, und aber auch an den Dialog mit der Politik. Und da ist es natürlich so, dass von in der politischen Auseinandersetzung häufig relativ einfache Zahlen und Quoten präsentiert werden. Also ich glaube, würde ich jetzt an die Öffentlichkeit gehen und sagen, 30% Sozialhilfeempfänger, dann kippt das Quartier, dann wäre ich irgendwie sofort der Darling in allen möglichen Mediensendungen, ja, und hätte auch viele politische Kontakte. Ja. Also das ist natürlich auch was, was nachgefragt wird, sind einfachen Messages. Und ich denke, da sollten wir uns entschieden weigern, damit zu machen. Vielen Dank, Matthias Berndt. Ist man noch Fragen da? Dann bist du lieber. Genau. Einmal fragt Anne Volkmann, ist das Problem nicht auch, was ja auch in vielen Beiträgen deutlich wird, dass bei der Diskussion über soziale Mischung die sozialstrukturelle Perspektive in den Vordergrund gestellt wird, die Nutzen bzw. Evidenz sehr fraglich ist und die Lebenschancenperspektive dadurch als untergeordnet verstanden wird? Ich möchte darauf antworten. Ich denke, ja, es ist so. Okay. Eine weitere Frage. Und Ulrike Hamann schreibt, Frage zu der angesprochenen Beteiligungsbereitschaft in MieterInnengremien. Hat das Wohnungsunternehmen evaluiert, wie Menschen motiviert werden, sich zu engagieren? Liegt es tatsächlich an der beruflichen Situation und dem Einkommen? Oder steigt die Bereitschaft eher mit mehr Mitentscheidungsbefugnis? Frage geht ja so ein bisschen an uns. Wir werten das jetzt wieder aus. Das ist auch wieder ganz spezifisch in den jeweiligen Wohnanlagen. Also wenn jemand eine Nachverdichtung vor sich hat, dann möchte er sich unbedingt engagieren. Dann hat er ein hohes Problembewusstsein. Und da ist die Beteiligung auch in der Regel ganz groß. Wenn es eher so gut läuft im Quartier und der Vermieter kümmert sich und die Modernisierung ist schon lange abgeschlossen, Nachverdichtungsprojekte sind auch gerade nicht in Sicht. Da muss man schon ein bisschen eher die Leute zum Jagen tragen. Aber Frau Hamann, wir evaluieren das nach der Wahl jetzt und wir arbeiten ja auch mit dem Projekt von Minor zusammen wie Part, um eben genau solche neue Anlässe zu schaffen, genau, und andere Möglichkeiten zu finden. Und es sind sicherlich nicht nur immer die Mitwirkungsmöglichkeiten, aber das ist eben auch die Problembrille, durch die man guckt. Das erleben wir schon, nicht erst seit dem Mieterbeiräten. Danke, Frau Böhm. Gibt es weitere Wortmeldungen im Chat noch oder aus Ihrer Mitte? Chat? Nicht so weit, nee. Aus dem Podium noch, vom Podium, sonst würde ich jetzt langsam schließen, Matthias. Also zwei Stichworte. Ja, gerne. Und zwar das eine, das, was uns jetzt aktuell beschäftigt, vielleicht kann da auch da die Wissenschaft weiterhelfen, das Thema Wohnungstauschzentralen. Wie kann die Bereitschaft, eine größere Wohnung im Alter gegen eine kleinere Wohnung zu tauschen, wie kann dieses in den Rahmen, in dem wir in den Quartieren uns befinden, wie kann dieses nochmal gefördert werden? Weil wir als Wohnungsunternehmen haben das Problem, wenn wir an den Mieter herantreten, dann heißt es, wir machen uns ja nur, um mehr Mieterlöse zu generieren.
Aber die Frage eben, was ist die Bereitschaft? In Potsdam ist eine Wohnungstauschzentrale ins Leben gerufen worden und anderthalb Jahre ist jetzt aktiv und hat einen erfolgreichen Wohnungstausch organisiert. Das heißt, Wohnungstausch, die Motive und die Anreize, also wie kann dieses tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden? Und vielleicht ein zweiter Punkt noch. Wir haben Nachbarschafts- und Begegnungshäuser in den Quartieren als Teil der sozialen Infrastruktur. Und wir würden uns zum Teil noch viel mehr wünschen, dass sie noch stärker in Anspruch genommen werden. Und diese Frage, wie kann man die Bewohner quasi dahin bringen? Muss man sie abholen? Also muss man Türklinken putzen, auf so eine Arbeit eben dann damit machen? Dann wäre die Frage, warum ist dafür nicht die entsprechenden Programme, dieses dann doch flankierend auch mit das ist vielleicht auch ein Beitrag der Wissenschaft für die Politik, damit die entsprechenden Programme aufgebaut werden. Aufsuchende Arbeit in den Quartieren, wo sind die stärker zu fordern? Ich kann sagen, am zweiten Punkt arbeiten wir. Wir haben ein Projekt beantragt, in dem es genau um die Zugangshürden stärker gehen soll. Wir hoffen, wir kriegen das. Das muss ich einfach mal kurz nachfragen. Also wenn Leute eine kleinere Wohnung wechseln, bleibt dann ihre Miete dieselbe, wird die abgesenkt oder müssen die eventuell mehr zahlen, weil sie einen neuen Mietvertrag abschließen? Wir bieten tatsächlich noch zusätzliche Anreize, aber im Wesentlichen ist ja gerade jetzt bei steigenden Energiepreisen, dass dieses weniger an Quadratmetern alleine schon zu einer Einsparung führt. Selbst wenn eben gerade für Ältere die neue Wohnung dann barrierefrei sein soll mit Aufzug, da häufig hat man dann ja im sanierten Zustand auch eine andere Miete dann. Aber durch dieses weniger an Quadratmetern, weil die Kinder ausgezogen sind, vielleicht der Partner nicht mehr da ist, entsteht da ein monetärer Effekt, aber vor allem ein qualitativer Effekt für die. Und trotzdem ist es so, dass die Angebote, die durch die Stadt geschaffen werden, ja, von der Politik eingefordert, dass die nicht in Anspruch genommen werden. Und es hat jetzt wenig mit damit zu tun, dass das Wohnungsunternehmen nicht mitzieht. Ja, dann, vieles hat damit zu tun, dass die Bereitschaft einfach nicht da ist. Und da ist eben die Frage, welche Instrumente könnten da helfen? Es ist nicht nur das Tauschen, sondern es ist auch die Bereitschaft dafür, dieses anzugehen. Ja, danke. Danke nochmal an den Westphal. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch an die aktive und direkte Diskussion im Podium. Es war kontrovers. Wir haben viel dazu gelernt. Wir nehmen Fragen mit für die Forschung. Die Praxis hat aber vielleicht auch das eine oder andere an Impuls bekommen. Ich danke auch Timo Knoke, der es heute begleitet hat. Das war sehr, sehr schön, die Zusammenarbeit. Und ich möchte noch gerne auf das IAS aktuell hinweisen, für die, die Sie noch zugeschaltet sind. IAS aktuell 98 zum Mitnehmen für die Menschen hier im Podium. Die haben sich das schon auf den Tisch gelegt. Aber für die, die uns zugeschaltet sind und falls Sie den Link noch nicht bekommen haben, Sie finden diese Publikation, die sehr, sehr frisch ist, mit vielen interessanten Beiträgen, gerade zu unserem heutigen Thema Orte der Ankunft, Großwohnsiedlungen in Ostdeutschland, die finden Sie auch auf der Website des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung unter Transferpublikationen leicht zu finden. Schauen Sie bitte gerne, wenn Sie das weiter interessiert und teilen Sie das gerne auch in Ihren fachlichen Netzwerken. Falls Sie im Anschluss der Veranstaltung in den nächsten Tagen noch Rückfragen oder an Kontaktvermittlungen interessiert sind, können Sie sich auch gerne bei mir melden. Wie gesagt, die Veranstaltung wird ja auch auf der IAS-Website dokumentiert. Auch da können Sie das gerne in Ihren Netzwerken nochmal teilen mit den Anregungen, mit den Fragestellungen, die heute gekommen sind. Und Sie können sich gerne schon vormerken, das nächste Brandenburger Regionalgespräch am 9. November zum Thema Ehrenamt. Ist ja auch ein Wort, was heute gefallen ist. Ehrenamt und Digitalisierung in ländlichen Räumen. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dem Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung, dem IAS in Erkner, gewogen. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie dabei waren und einen schönen Tag noch. Bis dann. Vielen Dank.